Der Winter bietet wieder geniale Chancen auf Rendite. Wir haben hochwertige Börsenstrategien in einem Paket zusammengepackt und erklären, wie wir vorgehen werden. Was unser Paket beinhaltet, schau dir jetzt in diesem Video ausführlich an. Hier das Gesamtpaket verglichen mit einzelnen saisonalen Trades. Die Grafik zeigt, was möglich ist. Lerne unser Winterpaket in diesem Webinar kennen und entscheide selbst, ob es dir auch helfen kann. Gut, also hallo und herzlich willkommen. Heute ist der 4.12. und wir schauen diese Woche mal auf das sogenannte Winterpaket, ein saisonales Strategiepaket, das wir zusammengepackt haben, um ja die nächsten Wochen und Monate zu traden, Swing Trades abzusetzen, eben mit statistischem Gewinnvorteil. Und dazu haben wir jetzt auch schon frisch im Shop unser passendes Paket. Und da der ein oder andere immer mal wieder sagt, ich will ja nicht die Katze im Sack kaufen oder was die da machen, weiß ich nicht, was die da so tun, ist dieses Webinar da. Wir wollen genau vorstellen, was da drin ist, was wir vorhaben, welche Ideen dahinter stehen, auch ein bisschen mit Erfahrungen und ein paar Tipps und ein paar Tricks an der einen oder anderen Stelle hier parat stehen. Ja, und dazu haben wir eingeladen, ne, aus unserem Team den Arne und den Norbert, ne, sonst kennt ihr ja immer nur mich, ne? Ja, hallo und guten Abend zusammen. Ja, würde ich sagen, steigen wir ein. Das, was ihr hier seht, darum soll es gehen. Das ist eine Auswertung der Strategien im Ergebnis seit dem Start. Also wir haben die Auswertung im Jahr 2000. Das Winterpaket hat eine Besonderheit, denn es ist kalendarisch übergreifend. Es startet im Dezember und geht bis in den März hinein. Deswegen ist die erste Auswertung, ich sag mal, so ein bisschen abgehackt, aber das ist ein Detail. Ich habe euch jetzt hier mal die Auswertungskennzahlen mit eingeblendet. Die werden wir zum Schluss uns noch mal genauer betrachten. Und ja, Norbert, das ist eine Auswahl. Du warst ja maßgeblich bei der Auswahl der Strategien mit drin, wo wir versucht haben, das Ganze aufeinander abzustimmen. Vielleicht kannst du ja mal deine Sichtweise an die Zuschauer mitgeben. Ja, zunächst mal ein Hallo in die Runde. Schönen guten Abend. Schön, dass ihr hier seid und uns mal wieder zuschaut, was wir so getrieben haben. Und dieses Winterpaket, viele Strategien sind an für sich, ich muss sagen, alte Strategien. Die waren teilweise schon im CSM dabei, wenn ich an bestimmte Metalle denke oder an Weihnachten denke. Und ich habe mal einen GDCA-Vortrag in Hannover gehalten vor vielen Jahren. Und da habe ich gesagt, an Weihnachten wird doch geklingelt. Das heißt, die Börse klingelt uns. Es kann niemand sagen, dass man nicht gesehen hat, was da auf uns zukommt. Und diese Dinge, Weihnachten und dann auch der Übergang ins neue Jahr bis zum Frühlingsanfang am 21. März, habe ich versucht, mal verschiedene Strategien in ein Paket, wie wir das genauso gemacht haben, auch mit dem Herbstpaket, in ein Paket mal zusammenzufassen und über diese Jahreszeit abzugrenzen. So, ich denke, das ist ganz gut gelungen, vielleicht zu gut gelungen, aber das werden wir gleich sehen. Das war also der übergeordnete Sachen. Alte, aber nicht nur alte, sondern auch neue, ganz neue Dinge, wie etliche Aktienstrategien mal zusammenzufassen, in ein Paket zu fassen, eine übersichtliche, so denken wir zumindest, übersichtliche Gestaltung zu machen, die man danach auch handeln kann. Das heißt, das Ding kann man ohne größere Probleme nachhandeln. Zumindest wer es will, kann es nachhandeln. Ja, dafür ist es gemacht, um es eben auch denjenigen zur Verfügung zu stellen, die unter anderem arbeitstätig sind oder den ganzen Tag über nicht in der Lage sind, am Rechner zu sitzen. Nichtsdestotrotz richtet sich das natürlich an diejenigen, die sich ein bisschen näher und eingehender mit der Börse beschäftigen möchten. Denn das ist klar, hier geht es um echtes Geld, um echte Trades.
Und wenn dann ein Trade mal läuft, dann muss man ihn auch kontrollieren, ob die Rahmenbedingungen, die Parameter, die für den Einstieg und den Ausstieg da sind, erfüllt oder eben nicht mehr erfüllt sind. Und das, was ihr hier seht, das ist die Auswertung. Auf die Kennzahlen, die ich gerade gezeigt habe, gehen wir nochmal genauer ein. Hier wurde gerade schon gefragt, wie viele Trades sind da im Jahr so zu erwarten. Das werden wir alles noch klären. Ich habe aber auch hier zum Anfang gleich mal diese Grafik nochmal mit eingeblendet. Das seht ihr oben, Transaktionen. Da seht ihr 22,8 pro Jahr. Und hier im Captimizer, in dieser Software, ist eine Transaktion mit Ein- und Ausstieg gekennzeichnet, also der Abschluss eines Trades. Also könnt ihr sozusagen mit etwa 22,8 Trades im Jahr rechnen, im Durchschnitt in den letzten 20, sagen wir mal 24 Jahren. Und dann wird der andere sagen, ja, warte mal, das war in der kürzeren Zeit vielleicht anders. Unsere Strategiepakete, Norbert, ich weiß nicht, siehst du das ähnlich? Die sind sehr robust, sehr stabil, auch über Krisen hinweg. Das ist ja eine Besonderheit. Und gerade in den letzten Jahren waren sie, gerade das Winterpaket, sogar vielleicht sogar ein bisschen besser als die Jahre davor. Wie siehst du das? Ja, das sehe ich ähnlich. Ich würde sogar noch verstärkter sagen, wenn man mal sieht, was so 2008, 2011 war natürlich die Krise im Herbst, aber auch 2020 passiert ist, dann waren oder sind einige Krisen genau in diese Zeit reingefallen. Ist das nun Zufall oder ist das gegeben? Mag sein, wie es ist. Es ist, war einfach so. Ob das in Zukunft dann so fällt oder ob dann die neuen Krisen wieder in den Herbst oder in den Sommer oder was weiß dann ich, wo reinfallen, das wissen wir natürlich nicht. Wir wollen das nicht überbewerten, aber genau Krisen, muss ich fast schon sagen, für mich als Bulle, Krisen mag das System. Zumindestens, wenn sie, ich sag mal, so kommen, wie sie in der Vergangenheit gekommen sind. Und ja. Die waren ja unterschiedlich. Ne? Eine Corona-Krise hat ja zunächst mal gar nichts mit einer Finanzkrise 2008, 2009 zu tun. Ja. Und da sind wir auch schon bei einem wichtigen Punkt für dieses Paket. Wir haben sowohl Long- als auch Short-Trades. Ja. Und handeln also in beide Richtungen und sind da dementsprechend unabhängig von der, ich sag mal, Gesamtwetterlage. Und das macht die Strategie nicht nur interessant, sondern eben in der Auswertung auch sehr robust. Ja. Hier war gerade die Frage, es wurde nicht gemeint, wie viele Trades im Jahr sind, sondern wie viele Trades im Winterpaket sind. Hier sind, das sind wirklich die 22, ich sag mal 23 Trades im Winterpaket. Den Rest haben wir hier nicht mit ausgewertet. Wenn man also die Pakete Winter, danach kommt der Frühling, dann wieder der Sommer, dann kommt der Herbst, dann wieder der Winter. Wenn man also alle vier Pakete pro Jahr macht, summieren sich diese Trades natürlich auf. Ja, also das sind diese 22 Trades in ungefähr diesen dreieinhalb Monaten. Und einige Trades kommen praktisch als Cluster vor. Das werden diejenigen dann sehen, die das mal deutlich haben. Das heißt, gerade so nach dem Neujahr, also nach dem Neujahrstag, beginnt ja nicht nur das neue Jahr, sondern ey, da ist für viele da draußen, die großen Hedgefonds, die Pensionsfonds, beginnt einfach ein neues Jahr und man positioniert sich wieder aufs Neue. Ja, da gibt es ja auch etliche Dinge. Und dann kommen natürlich mal ein oder zwei Tagen mal vermehrt Trades. Dafür ist wieder eine Zeit lang Ruhe. Ja. Und vielleicht auch noch wichtig, Falk, im Prinzip sind alle Trades entweder End of Day oder Open America. Das möchte ich hier mal vielleicht vorab schicken. Open America heißt dann so 15.45 Uhr, 16 Uhr. Aber ich kann jetzt schon sagen, ob man dann um 16 Uhr oder um 17 Uhr dann den Einstieg oder den Ausstieg macht, das sollte die Suppe nicht besonders fett machen, sondern das ist ein Ausgleich. Ja,
Gut, an der Stelle, Arne, haben wir schon mal den Rabattgutschein hier mal mit eingeblendet für diejenigen, die vielleicht auch schon das Sommer- oder das vielleicht davor das Herbstpaket auch schon kennen. Und vielleicht kannst du dazu einfach ein paar Worte sagen. Genau, wir haben euch jetzt also dieses Mal wieder einen Rabattcode mitgebracht, ja. Der nennt sich Winter 2023. Wenn ihr in unseren Shop geht, dann könnt ihr den dort aktivieren. Und dieser Code ist begrenzt bis zum 17.12.2023. Wichtig, wann die ersten Signale losgehen, das erfahrt ihr heute auch, ja. Wartet da also bitte nicht zu lange. Denn auch mit nur einem Trade ist dieser Preis in der Regel ganz schnell auch wieder drin. Der Falk hat es jetzt gerade mal vorgerufen. Da könnt ihr weiter zur Kasse klicken und dann habt ihr da unten den Punkt Gutscheincode vorhanden. Da wird ein Häkchen reingesetzt und da Winter 2023 reingetragen. Und dann bitte unbedingt auf Anwenden klicken. Und wenn angewendet ist, reduziert sich der Preis. Das ist begrenzt bis zum 17.12. Ja, bedenkt das bitte. Und ja, wir freuen uns, wenn ihr dabei seid. Das ist oft mit einem Trade wieder drin. Das ist ja schon ein richtiges Weihnachtsgeschenk, Mensch. Ja, erst kommt er mit dem Nikolaus und dann kommt er noch mit dem Christkind hinterher. Zum Ja, Heiligen. für das ist das wirklich wahr. Man muss das echt bedenken. Da sind so viele Gedanken drin, so viele hochwertige Ausarbeitungen. Und wer das nicht mitmacht, dann weiß ich auch nicht. Ich glaube, das werden wir aber auch nicht mehr so lange machen in dieser Preisklasse. Das ist, also mein Plan ist, das wird noch im Frühling passieren. Da werden wir das nochmal ähnlich machen mit dem neuen Frühlingspaket. Und danach werden die Preise auf das normale Maß angehoben. Das soll die Stammkundschaft, die wir haben, Ja, und die im TB Service sollen eingedeckt werden mit den Strategien, die wir in unserer Community auch traden wollen. die Und waren uns später auch die dann. ganze Zeit treu. Genau, gut, aber genug der Rabatte. Jawohl. Lasst uns doch mal ins Paket reinschauen. Wir haben verschiedene Strategien zusammengefasst. Unter anderem wird es in dem Fall zu Edelmetall-Trades kommen. Es wird zu Index-Long, aber auch Index-Short-Strategien kommen. Und Norbert, wir haben darüber hinaus Devisen und Anleihen mit reingepackt und das Ganze mit Aktien abgestimmt. Ja. Also Jo. das ist nicht nur eine Ergänzung, sondern das ist auch eine Erweiterung, damit, ja, wie soll ich sagen, es bieten sich einfach bestimmte Dinge, gerade im Winter, im Januar, Februar bieten sich bestimmte Dinge an, weil sie aus der Historie, aus der Saisonalität einfach sich darstellen. Ja, solche Trades handeln wir, also Eurobund Future handeln wir normalerweise ja in den anderen Systemen gar nicht. So, das ist schon ein Novum. Ja, soll auch eine Ergänzung sein und zeigen, dass wir auch über die Indizes, die Aktien hinaus auch aktive Strategien haben. Und unter anderem haben wir die passenden hier mit ins Paket reingepackt. Wir werden diverse Strategien vorstellen, die genauen Parameter natürlich nicht. Ja, also ich werde bei der einen oder anderen Strategie schon die Ein- und Ausstiege zeigen, denn manche sind, ich sag mal, fast allgemein bekannt, aber wir arbeiten in der Regel immer in anderen Indizes, deswegen habe ich hier gewisse Indizes X, Y, Z auch ausgeblendet, welche Indizes wir wirklich verwenden. Oder wir benutzen auch abweichende Einstiege. Wir arbeiten dann unter anderem mit Filtern. Das heißt, Einstiege können etwas verzögert werden oder später stattfinden. Und das ist natürlich alles genau im Paket beschrieben. Und da kommen wir auch direkt zu der Frage, ist das Paket nur für diesen Winter gültig oder auch für 2024? Die Antwort lasse ich dir, Norbert. Kann man das Paket auch, ich sag mal, im Jahr 24 und damit meine ich dann den nächsten Winter handeln? Also ich sage jetzt mal einfach ja. Es könnte natürlich Änderungen kommen, das wissen wir alle nicht, was uns die Zukunft bringt. Aber es hat ja deutlich gezeigt, dass man mit diesen Einstellungen auch im nächsten Jahr handeln kann. Also das ist eher eine Frage des Traders oder des Händlers, ob er sich dann wieder traut,
die entsprechend gleichen Parameter zu machen. Das ist ja das Verrückte, ne? Wenn ich, fällt mir jetzt gerade ein, Herbstpaket, 24. Oktober, was haben wir an Mails bekommen? Wie kann man jetzt einsteigen, Long? Ja, es war halt ein Einstieg Long und es waren super Trades. Es kann natürlich auch mal daneben gehen und da darf man sich nicht ins Boxhorn führen lassen. Aber ja, zurück auf deine Frage, ich würde sagen, ja, jetzt kein Jahr mit 100%, aber ein deutliches Jahr. Ja, wir haben ja hier mal die Parameter, genau die, die im Paket sind, zurückberechnet. Ja. Ne, seht ihr genau hier die Ergebnisse für die verschiedenen Jahre. Und da war im letzten Jahr, also 23, warum ist da schon ein Ergebnis drin dieses Jahr? Naja, weil dieses Jahr sozusagen der Januar, Februar und der März schon enthalten sind, nämlich aus dem, ich sag mal, Winter 22. 20, genau. Genau, und so rückwirkend müsst ihr das dann auch betrachten und da waren 20% Rendite drin, davor waren es ein bisschen mehr, davor auch. Das Jahr 2020 war ein Ausreißerjahr, das war außergewöhnlich stark. Da würden wir eher sagen, sowas wird wahrscheinlich nicht regelmäßig auftreten. Aber ihr seht den Durchschnitt und da ist man mal ein bisschen drunter, da ist man mal ein bisschen drüber und der Durchschnitt liegt so bei 20, vielleicht ein bisschen höher, 25%. Und damit im jetzigen Regelwerk ist das auch der Erwartungswert fürs nächste Jahr. Ne? Absolut, Falk. Und ganz wichtig, also bei den Backtests und bei den Einstellungen habe ich ganz bewusst fast immer das Jahr 2020 ausgeblendet. Also ich habe so getan, als wenn es das Jahr 2020 nicht geben würde und habe einfach aufgehört im Jahr 2019 mit den Backtests oder mit den Einstellungen, mit den Optimierungen. Also dieses Paket ist nicht optimiert auf den Corona-Fall. Wenn ich das heute wissen wir es, ne? Heute weißt du genau, wann müsstest du eingestiegen sein an Corona und wann müsstest du wieder aussteigen mit Longs und mit Shorts. Denn man konnte auch Geld verdienen mit Longs. Das werden wir dann im Frühlingspaket sehen. Aber auch hier waren Longs mit dabei. Das ist nicht gemacht worden. Nur, man kann es nicht abschneiden. Man kann ja nicht sagen, ey, Corona gab's nicht. Ja, für manche gab's vielleicht das auch nicht, aber sei es drum. Es ist so. Das Gleiche gilt auch eingeschränkt für die Jahre 2008, 2009. Auch dort wurde immer wieder geschaut oder habe ich immer wieder drauf geschaut, dass hier keine Optimierung auf diese beiden Jahre geschah, weil auch das waren, ich sag mal, Ausreißer, die sieht man. Und deswegen sagt der Falk, und wir werden später nochmal drauf kommen, wir orientieren uns am Durchschnittswert und nicht an den schönen, super tollen Balken, was vielleicht andere machen würden. Genau. Also wir haben einen durchschnittlichen Ertrag und wir haben einen Erwartungswert. Der Erwartungswert liegt immer unter dem durchschnittlichen Ertrag, den wir so auswerten. Aber das machen wir zum Schluss, da gehen wir nochmal auf ein paar Tipps und Tricks genauer ein. Gut. Hier nochmal den Durchschnittswert der Aktientrades eingeblendet. Das werdet ihr gleich näher oder besser verstehen. Da werden wir mal ein Beispiel auch durchgehen. Und ja, das sind so statistische Kennzahlen, die wir ganz gerne durchweg durchgehen, um euch in die Lage zu versetzen und euch auch ein gutes Bild davon zu machen, was wir vorhaben. Und dazu gehört diese Timeline. Das ist eine Grafik, die erstellt dann der Dirk immer ganz gerne. Vielen Dank, Dirk. Entschuldigung, wenn ich da reingrätsche, aber der Dirk hat sich da so viel Arbeit gemacht. An dieser Stelle möchte ich mal schon dem Dirk ein großes Dankeschön ausdrücken. Das hat er richtig toll gemacht. Also ich finde ich zumindest, weil es ist einfach, du siehst auf einen Blick, ey, wann kann ich Urlaub machen? Wann muss ich ein bisschen verstärkter an der Börse sein? Und wann wird's richtig? Wann geht's richtig los? Wenn du die Pakete aneinander packst, kannst du keinen Urlaub mehr machen. Auf den Malediven dann. Kannst du vom Urlaub aus weiterhandeln, genau. Gut.
Ja, also wie ist diese Timeline hier zu verstehen? Hier seht ihr mal die Strategien in Farben dargestellt in den Zeiträumen, in denen sie einsetzen können. Ja, also die Rahmenbedingungen müssen stimmen. Das können Filter sein. Hier waren auch Fragen zum Aktienklimaindex. Muss man da gewisse Filter haben oder kennen? Da werden wir gleich nochmal bei den verschiedenen Strategien drauf eingehen. Diese Übersicht soll euch erst einmal ein Bild davon vermitteln, was auf euch zukommt. Ja, und hier seht ihr mal auch, wie viele Trades parallel laufen könnten, wenn die Rahmenbedingungen stimmen. Und da unten habt ihr jetzt eingeblendet eine typische Captimizer-Grafik, die dann die verschiedenen Jahre darstellt mit der gehaltenen Positionsanzahl. Und da seht ihr, 13 ist das Maximum. Und hier in der obigen Grafik, die der Dirk immer so schön erstellt, seht ihr, in welchen Zeiträumen eigentlich überhaupt es möglich ist, 13 Trades zu bekommen, also parallel, und in welchen Zeiten das eher unwahrscheinlich ist. Und da seht ihr ganz schön, es fängt im Prinzip direkt am Anfang an, im Dezember am 15. Das wird gleich der erste Aktientrade sein, den wir dann auch vorstellen. Und die Goldstrategien, also die Edelmetalltrades. Und ja, dann geht das sukzessiv los und geht eine Strategie nach der anderen ja ineinander über. Manche Strategien laufen dann aus, andere kommen wieder mit ins Spiel. Und so ist man eigentlich permanent mit im Spiel integriert. An der Stelle möchte ich nochmal einen Hinweis geben, weil da kommt meistens die Frage, mit wie viel Kapital will man das Ganze denn eigentlich machen? Diese Trades gehören bei uns in unserer Vermögenspyramide in den Bereich des Beimischungstradings, Swing Trading, Beimischung, Strategien und Ergänzungen. Und wir haben uns darauf geeinigt, maximal 10% des Gesamtkapitals zur Verfügung zu stellen. Dann kommt die Frage, was ist denn das Gesamtkapital? Also das ist das Kapital, was du bereit bist, an der Börse insgesamt dem Marktrisiko zur Verfügung zu stellen. Letztendlich soll das aber ein Richtwert sein. Der eine ist ein bisschen risikobereiter. Liegt an euch, das ein bisschen höher zu gewichten. Der andere ist ein bisschen konservativer. Es liegt auch an euch, das ein bisschen runter zu gewichten. Aber wir sagen, 10% hat sich in der Vergangenheit eigentlich als Maß ganz gut etabliert. Der eine oder andere könnte dann behaupten, ah, dann lohnt sich's ja kaum. Naja, Vorsicht. Die Trades werden emotionslos umgesetzt. Man muss dann an den Strategien dranbleiben. Und wir haben die Erfahrung gemacht, wenn man da 20, 25 oder gar 50% seines Vermögens einsetzt, dann wird man ganz schön schwitzen. Und wenn mal ein Trade oder vielleicht zwei in Folge nicht funktionieren, bricht man ab. Dann hört man komplett auf, weil man es emotional oder auch finanziell gar nicht mehr hinbekommt. Und das soll nicht passieren. Deswegen braucht man so eine gewisse Komfortzone, die liegt bei den meisten so im Bereich von 10%. Und dann kann man diese Strategien auch kontinuierlich über die verschiedenen Saisons, vielleicht über mehrere Jahre, durchhandeln. Und dann hat man auch den meisten Gewinnvorteil. Oder wie siehst du das, Norbert? Das sehe ich genauso. Ich meine, im Endeffekt ist es jedem seine eigene Entscheidung. Der eine, der vielleicht nur 10.000 Euro hat und sich dann da hat, dem kann ich sagen, guck später nochmal auf die Daten, auf den Gewinn, kriegt da keine Kulleraugen, nicht die Dollarzeichen rein. Die Trades haben oder nicht die Trades, das Paket hat einen relativ niedrigen Drawdown. Also das ist schon erstaunlich. Komma, aber ich wiederhole das nochmal aus dem Herbstpaket, weil das ja gerade vor kurzem passiert ist. Es kostet schon Nerven, wenn ich plötzlich am 24. nahe des Tiefs, des Jahrestiefs oder plötzlich in einen Index mit einem Hebel 4 einsteigen soll und soll da Kapital praktisch investieren. Das kostet Nerven und ich behaupte mal, nicht alle schaffen das. Und dann kommt das eigentliche Problem. Wenn ich dann zu stark investiert bin, dann kriege ich Schweißperlen aufs Gesicht. Oh, dieses Jahr geht es mal total daneben. So, und dann werden meistens auch nicht mehr objektive oder nicht mehr vernunftgeprägte Handlungen gemacht und dann ist es aus. Deswegen haltet euch schon ein bisschen an diese Geschichten.
Und wer ein bisschen aggressiver sein will, kann natürlich auch ein bisschen mehr. Und wer weniger ist, der macht weniger. Das ist überhaupt kein Problem. Also ich würde hier an der Stelle einfach einen Tipp geben. Man fängt mit einer kleinen Position an. Und wenn man sich damit wohlfühlt, kann man es ja selbst noch entscheiden, wie Ja. man den Hebel nach oben hin anpasst. Aber ich würde es nicht umgekehrt machen, voll in den Markt einsteigen und dann feststellen, dass man gar nicht damit zurechtkommt. Aber deswegen zeigen wir jetzt auch gleich die statistischen Hintergründe und damit kann man sich dann auch gut vertraut machen. Wer macht das sonst in dieser Form, dass man sich mit Strategien so gut vertraut machen kann, damit ihr wisst, was auf euch zukommt? Ja, also wir wollen ja wirklich, dass ihr nicht die Katze im Sack kauft. Aber wenn wir noch ein bisschen mehr verraten, ja, dann haben wir eigentlich im Prinzip alles verraten. Ja. Ja, braucht. Gut, also. Dann würde ich sagen, steigen wir mal in die Strategieauswertung ein und da vielleicht einfach auch mal an diejenigen, die da nicht so affin sind oder sich mit solchen Softwareauswertungen nicht so auskennen, einfach ein paar Worte, wie wir das angehen. Also wir benutzen die Captimizer-Software, aber nicht nur, sondern die Vorsortierung geht über den Seasonex. Das ist eine saisonale Software und ich werde auch da gleich ein paar Grafiken von zeigen. Aber wir nehmen uns auch immer mal Grafiken oder Daten von anderen als Ideengrundlage. Aber grundsätzlich überprüfen wir das, was wir sehen, sehr genau. Und da nutzen wir die Captimizer-Software. Und da gehen wir auch tief in die Daten ein, dass die auch stimmen. So, dann, gerade bei den derivativen Handelssystemen macht der Captimizer es so, dass man ein sogenanntes synthetisches Derivat bilden kann. Nicht nur ein K.O.-Zertifikat, man kann auch mit Faktorzertifikaten, man kann auch mit ETFs arbeiten, also mit unterschiedlichen Derivaten. Und synthetisch heißt, wir können selbst bestimmen, wie die Kostenstruktur, wie die aussehen, also nach genau den Regelwerken, wie eben so ein Derivat gestrickt ist. Wir wissen, dass das in der Realität etwas anders ablaufen wird, weil die Emittenten, die solche Derivate emittieren, natürlich gewisse Handlungsspielräume haben. Das ist in den AGBs gekennzeichnet und auch erlaubt. Das ist jetzt nicht negativ. Die dürfen Risikoaufschläge drauf machen, die dürfen den Spread ausweiten und ähnliches. Das macht der Captimizer nicht. Ja, deswegen, das, was wir da so ausgewertet haben, müssen wir in der Realität immer ein bisschen kritischer sehen, als das in so einer systematischen, synthetischen Rückrechnung der Fall ist. Also ich sage mal so, der Captimizer gibt eigentlich den optimalen Fall heraus, wie es sein sollte. Aber Kosten, Transaktionskosten und Ähnliches sind berücksichtigt. Ja? Also wir haben dir bei den Berechnungen dann unterschiedliche Hebel angesetzt. Die sind angegeben, ob wir Hebel 3, 5, 8, 10 machen. Das werden wir in den jeweiligen Strategien sagen. Es gibt Ausnahmefälle, gerade bei Devisen und bei Anleihenmärkten sind die Hebel in der Regel höher, weil einfach das Basis, also der Basiswert wenig schwankt. Da muss man ein bisschen aggressiver vorgehen und man kann sagen, je kurzfristiger eine Strategie ist, also wir hatten ungefähr auch Strategien von ein, zwei Tagen mal in dem einen oder anderen Paket, da kann man den Hebel natürlich auch hoch machen, damit da am Ende auch ein nennenswerter Betrag bei rauskommt. Den Auswertungszeitraum haben wir 2000 als Startpunkt gewählt. Warum? Naja, da sind die Strategien, die wir so verwenden, unter anderem kannten wir die schon, also seit 2000 nicht, aber so seit 2005, 2007 haben wir die ersten Strategien in dem Bereich schon gehandelt und gesammelt und auch fortgeführt. Und viele der Strategien könnte man auch darüber hinaus auswerten, also 1980, 70 und so weiter. Also manche Strategien sind schon durchaus auch länger bekannt, aber wir wollten es mitteln, damit man es miteinander untereinander auch vergleichen kann. Ja, es gibt ein paar Auswertungszeiträume, da mussten wir das verkürzen. Unter anderem eine Aktie, die wir gleich anschauen, die gibt es einfach noch nicht so lange. Das ist dann aber auch wieder gekennzeichnet. Jo, und den letzten Satz unten, der so fett gedruckt ist, den lasse ich wieder dir, Norbert. Backtests, ne, sind die in Stein gemeißelt und keine Garantie? Backtests sind schön, sind aber keine Garantie für zukünftige Erfolge. Das muss man ganz klar sagen. Nur die Sache, kommt immer wieder die Frage, ja, warum überhaupt dann Backtest? Ja, wie will ich denn irgendetwas beurteilen? Ich kann doch nur etwas beurteilen, wenn ich die Vergangenheit kenne. Und wenn ich schaue, was war in der Vergangenheit,
Das ist absolut keine Garantie für die Zukunft. Aber es ist eine Basis, auf der man aufbauen kann. So, das ist das Wichtige. Also bitte, wir hätten können ganz noch viel tollere Zahlen zeigen, haben wir bewusst vermieden, weil wir es auch, ich sag mal, handlungsfähig, dass man die Dinge auch wirklich handeln kann, zeigen. Ich habe des Öfteren schon gelesen, ah ja, dann wird dann mit einem Hebel 20 und 30 gearbeitet. Ist ja ganz toll, aber die Schweißperlen, die sind meistens noch viel toller. Okay, einfach beachten. Aber es ist jede Rechnung, jede Betrachtung, die irgendwo auf dem Markt gemacht wird, ob das die technische Analyse ist, die Marktanalyse, die Intermarket-Untersuchung und selbst die fundamentalen Daten. Ja, da höre ich dann immer, ja, man muss die Fundamenten, natürlich muss man die fundamentalen Daten angucken, aber das sind auch nur alles historische Daten und niemand weiß, ja, was passiert mit dieser Firma in der Zukunft. Okay, ich glaube genug. Ja, hier kommen auch noch ein paar Fragen, so Richtung, wie man das Positions- oder Risikomanagement angehen kann. Da werde ich zum Schluss auch noch mal ein paar Worte und ein paar Erfahrungen mitgeben, weil sowohl im Hebel als auch in der Positionsgröße kenne ich mich sehr gut aus. Da habe ich auch schon den einen oder anderen Fehler gemacht. Und solange man zu stark investiert ist und das gut läuft, fühlt man sich wunderbar. Aber wehe, es kommt mal eine Phase, mit der man nicht gerechnet hat, dann wird einem mehr oder weniger der Boden unter den Füßen weggezogen. Deswegen die Parameter, die wir hier angeben, haben schon ihre Relevanz und sind auch erprobt. Du wolltest was sagen, Norbert? Wir geben ja für jede Strategie, die aus unserer Sicht vernünftige oder angebrachte Positionsgröße an. Und wir geben für jede Strategie auch den Hebel an, den wir für angebracht halten. So, da kann man sich dran halten, da muss man sich nicht dran halten. Aber es ist natürlich klar, wenn ich die Positionsgröße jetzt stark verändere, zum Beispiel nach oben, ja, dann reicht mein Kapital nicht. Gut, dann hat jeder irgendwo noch eine Krokodilfonds, wo er dann wieder Kapital rausholen kann. Aber das können wir natürlich im Captimizer nicht machen und wollen es auch nicht machen, weil das würde zu sehr große Konfuzität führen. Also lassen wir das. Es werden alle Angaben mitgeliefert. Okay, das, was ihr hier seht, das sind Transaktionskennzahlen der Strategien, die wir hier zur Verfügung gestellt haben oder die wir jetzt auch gleich besprechen werden, und zwar aller Strategien plus Aktien. Da lassen sich Profitfaktoren, Trefferquoten und alles Mögliche daraus berechnen. Das will ich mit euch jetzt gleich mal angehen. Hier kommt immer wieder die Frage, wie waren denn die letzten Pakete? Also die letzten Pakete, die wir hatten, sind alle im Plus geendet, wenn man sich wirklich eins zu eins an die Strategien gehalten hat. Ja. Es waren keine außergewöhnlichen Ausreißerjahre im Positiven, aber sie haben ihren statistischen Durchschnitt erreicht. Ja. Und genauso gehen wir das jetzt auch im folgenden Paket an. Ja. Und ich gehe mal die verschiedenen Positionen durch. Also hier seht ihr einmal im Gesamten, wie das ausgewertet ist. Ihr seht das nach Long- und nach Short-Strategien sortiert. Die Trefferquoten, die zeigen an, wie viele von 100 oder von 10 Trades in den Gewinn laufen, statistisch gesehen, oder zumindest im Jahr 2000 bis 2023 in den Gewinn gelaufen sind. Das waren über 80%. Auf der Short-Seite ein bisschen weniger, der Long-Seite ein bisschen mehr. Das ist schon eine richtig hohe Trefferquote. Aber die Trefferquote an sich sagt noch nicht viel aus. Auswerten muss man die Gewinner und die Verlierer. Und dann kommt eben der Profit-Faktor mit ins Spiel. Und der ist im Winterpaket erfreulicherweise und erstaunlicherweise sehr, sehr hoch. Naja, erstaunlicherweise. Naja, in dieser Phase ist auch mit die beste Aktienzeit mit drin enthalten. Ja. Aber trotz alledem, das sind sehr, sehr hohe Erwartungswerte. Und die Auswahl an Trades, die wir hier ausgewertet haben, die ihr hier seht, ist jetzt auch statistisch, wie ich finde, durchaus signifikant. Also das geht in den Bereich hinein, wo man auch anhand der Trade-Anzahlen nicht meckern kann.
Und ja, ich bin mit dem Paket nicht nur zufrieden, sondern ich freue mich auch immer auf die Wintersaison, weil diese Trades in der Regel tatsächlich richtig Spaß machen. Wie geht's dir da, Norbert? Kann ich mich wiederum nur anschließen. Der Winter, ich mag den Winter nicht, kalt und jetzt halt auch noch diese diesig und was auch immer, Regen, Schnee, Matsch, mag ihn nicht, aber beim Treten macht er schon Spaß, wenn man die Ruhe und die Geduld dazu hat. Gut, hier kommt noch eine schöne Frage. Profit praktisch nur in den ersten 3 Monaten? Fragezeichen. Ja, also dieses Paket bezieht sich auf den Zeitraum Dezember, ne, das wäre ungefähr hier, bis in den, ne, dann kommt der Januar, der Februar und der März. Und da siehst du auch, hier ist das Volumen und das siehst du auch in den verschiedenen Jahren. Das war jetzt 17 auf 18, 18 auf 19. Hier war es jetzt 22 auf 23. Was das hier mit dem Endteil auf sich hat, das werden wir gleich noch klären. Und natürlich machen wir in der Zeit unsere Profits. Warum? Naja, es ist das Winterpaket, ne? Daran anschließend kommt dann das Frühlingspaket. Daran anschließend kommt dann wieder das Sommer, dann kommt das Herbst und dann kommt wieder das Winterpaket. Das ist das, was wir später das Rad des Jahres nennen. Und wir gucken jetzt tatsächlich fokussiert nur auf die, ich sag mal, nächsten 3 Monate. Gut, und da würde ich sagen, da steigen wir jetzt mal ein, ja, weil die Zeit ist fortgeschritten. Wir haben eigentlich viel vor und ich will euch ja hier auch nicht langweilen mit Dingen, die ihr eigentlich schon alle kennt. Ich würde mal sagen, da ist auch für den einen oder anderen Zuschauer mal der Tipp oder Trick auch bei einer Aktie dabei. Wir haben ein paar Beispiele mit ausgepackt und wir beginnen mal mit Aktientrades. Und bei den Aktientrades, Norbert, habe ich mich dafür entschieden, eine Aktie tatsächlich mal rauszugreifen und das wäre die Workday. Workday war deine Idee, mit in das Paket mit reinzunehmen. Vielleicht einfach aus deiner Sicht, was sprach in diesem Jahr für Workday? Ja gut, Workday ist seitdem sie an der Börse gehandelt wird. Das ist vor einigen Jahren passiert. Also Workday gibt es noch nicht an der Börse. Als Unternehmen ist es etwas anderes. Ungefähr erst 10 Jahre, 10, 11 ja. Jahre, ja, wenn man jetzt zurückrechnet. Und Workday hat wirklich eine sehr ausgeprägte Saisonalität. Die sieht man praktisch hier schon mehr oder weniger, wenn man das sich anguckt, so von Januar bis in knapp in den März hier hinein, ist das für Workday wirklich sehr ausgeprägt. Das heißt, in dieser Zeit veröffentlicht Workday dann auch Zahlen, die meistens positiv, wie gerade vor kurzem. Schade, dass man Workday nicht vor ein paar Tagen schon ins Depot aber das ist halt nicht Winter. Die letzten Zahlen waren auch sehr schön. Ist Software für ich sag mal, Personal und Finanzverwaltung und diesen Dingen. Also die machen richtig einen guten Job. Gibt es in der Zwischenzeit auch in Deutschland, ist vielleicht dem einen oder anderen sogar schon mal über die Füße gelaufen. Also ein junges, sehr interessantes Unternehmen und spielt das Klavier des Clouds. Ja, also ja. Muss ja heute nur Cloud und KI sagen und dann steigen die Kurse. Halt Abnehmen noch vergessen, das gehört dann auch dazu, also Abnehmpille. Das sind ja die drei Dinge, die Börsekurse zurzeit zumindest treiben. Genau. Und da gehört Workday dazu. Workday ist bei uns ein saisonaler Trade. Ne? Also ihr seht die Saisonalität. Ihr könntet im Prinzip den Seasonex auch benehmen und euch solche Sachen anschauen und dann kriegt ihr auch Trefferquoten und Auszahlungsraten. Und wir haben jetzt gerade vor kurzem ein Webinar mit dem Dimitri gemacht und da war viel auch ein Feedback in den Webinaren, also in der Chatfunktion, dass man mit solchen guten Trades oder zumindest Trade-Ideen gar nicht profitabel arbeitet, weil man es gar nicht in der Lage ist, umzusetzen. Und genau da helfen wir, indem sowohl die genauen Einstiege als auch die genauen Ausstiege definiert werden.
Und wir arbeiten nicht nur rein saisonal. Also wir nehmen nicht einfach hier einen Tag X und einen Tag Y und sagen, aus die Maus, das war's, mehr machen wir nicht. Sondern wir haben auch Filterkriterien, unter anderem den Aktienklima-Index. Das ist ein wunderbarer Filter, um hier einfach Fehltrades auszusortieren. Wir haben aber auch noch weitere Filterkriterien, um effektiver zu arbeiten. Wir wollen die Trefferquote, die ohnehin schon nicht schlecht ist, nochmal deutlich steigern. Und nicht nur die Trefferquote, ihr seht auch hier den Profitfaktor, den setzen wir auch nochmal hoch. Das wird dazu führen, dass wir ab und zu in dem ein oder anderen Jahr auch mal einen Trade aussortieren, der doch in den Gewinn gelaufen wäre. Aber langfristig gesehen wollen wir uns einfach die Crème de la Crème für unser Depot, für unser Trading herausholen. Jo. Habe ich was Vielleicht, vergessen? nein, nein, soweit okay. Vielleicht nur ein Hinweis, ne? Trefferquote 80%, gerade bei Saisonalitäten, das hört sich und liest sich sehr gut an. Es ist nur blöd und das sieht man hier nicht im Sisonex. Das sehen wir, sehe ich dann in der Auswertung im Captimizer. Ja, was passiert denn in diesen 20%, wo es Fehltrades gab? Wenn das kleine Fehltritts mit 2, 3% waren, ist das alles kein Problem. Aber es gibt sehr schöne Aktien, die wunderbar im Sisonex aussehen, die ganz tolle 80%, 85% Trefferquote haben, kommen aber dann gab es zweimal auch Fehltrades und einer lag bei 95% dann, also wenn man mit Hebel gehandelt hätte, weil es einfach ein Gap Down noch gab. Man hat zwar Stops drin, aber was nützt mir der Stop, wenn es über Nacht praktisch passiert und dann am nächsten Morgen dann die großen Tränen kommen. So, das haben wir hier mit berücksichtigt. Also man kann mit rein mit den Seasonal Daten machen, man sollte aber immer wieder überprüfen, ey, wie waren die Fehltrades oder wie waren auch die Gewinntrades? Manchmal hat man, das ist leider im Captimizer auch so, da hat man da 0,2% Gewinn in dem Jahr gemacht, dann ist das auch ein Gewinntrade. Der Computer sagt halt Gewinn und Gewinn ist Gewinn. Deswegen muss man das schon mit, ich sag mal, vorsichtigem Auge angucken und dann ein bisschen auswählen. Und das Dritte, das möchte ich vielleicht hier auch vorweg schicken, gerade beim Aktientraden. Manchmal kommen ganze Cluster von bestimmten Aktien aus einem Sektor beziehungsweise einer Branche. Ja, alles könnte am 2. oder am 5. Januar einsteigen. Ich sage jetzt mal einfach in Software. Es ist nur blöd, wenn genau in diesem Jahr dann die Software nicht funktioniert oder die Technologie oder die Pharmazie nicht funktioniert. Deswegen habe ich auch oder haben wir auch darauf geachtet, dass wir eine gewisse Durchmischung kriegen. Also wir haben nicht nur Workdays oder was weiß dann ich, Aktien aus der Technologie. Da ist eine Rohstoffaktie mit dabei. Da sind auch andere Aktien mit dabei, um hier eine Durchmischung zu kriegen. Wenn man das jetzt rein nach Trefferquote und Profitfaktor machen würde, das wäre dann super. Aber wehe, kommt das eine Jahr, wo alles dann dagegen läuft, gegen einen Sektor, oder gegen eine Branche, ja. Ja, also wir können es so zusammenfassen, wenn wir gewollt hätten, nur die besten Aktien in diesem Zeitraum, zumindest aus statistischer Sicht zusammenzufassen, dann würden wir ganz andere Ergebnisse hier präsentieren können. Hier war nicht das Optimieren von Renditen, also eine Überoptimierung das Ziel oder das Risiko zu maximieren, sondern eine gesunde, diversifizierte Mischung, die über die Jahre hinweg mit hoher Wahrscheinlichkeit immer wieder eine positive Rendite abwerfen kann. Das war das Ziel. Und optimieren kann man sowas natürlich immer fortwährend, ja. Auch wir Das werden kann uns jeder nicht auch nur für auf sich diese selbst. neuen Aktien konzentrieren. So, gut. Gut, vielleicht noch ein paar Ergänzungen, weil hier auch die Fragen oder auch hier schon ein bisschen Lob dazu kommt.
Also hier geht es um die Aktie Workday. Das ist hier in dem Fall die erste Aktie, die hier der Dirk grafisch mal oben dargestellt hat. Einstieg ist hier am 5.1., also erst im nächsten Jahr, nicht im Dezember. Open plus 1, das ist ein Entgegenkommen an uns selbst und eben auch an die Mitstreiter, sage ich mal. Wir kriegen ein Signal. Und wir handeln am nächsten Tag, also wir werden gewarnt, hier, lieber Trader, morgen wird es Zeit, da solltest du Workday, in dem Fall Long, einsteigen. In dem Fall maximiere deine Positionsgröße, übertreib's nicht, wir würden 5% empfehlen, den Hebel würden wir nicht über 3 nehmen. Und dann haben wir ein Stop-Loss-Kriterium, TS, Trailing Stop, wir zählen den Stop-Loss nach, da werde ich gleich nochmal genauer drauf eingehen. Sollte der Stop-Loss gerissen werden, werden wir am nächsten Tag verkaufen. Das ist alles in den Auswertungen mit berücksichtigt. Das ist manchmal zu unserem Vor-, manchmal zu unserem Nachteil. Aber es ist realistisch. Ja. Dann haben wir hier einen Take-Profit mit drin. Den haben wir hier angegeben. Das ist auch etwas, was so ein Cap-Demiser kann, während ein Seasonex da Schwierigkeiten hat, solche Dinge auszuwerten. Also wann verlassen wir vielleicht sogar frühzeitig das Spielfeld? Dann haben wir verschiedene Filter, die habe ich hier bewusst rausgenommen. Die sind wirklich für diejenigen nur innerhalb des Pakets da. Und am Ende, das ist sozusagen das saisonale Paket, endet am 1.3. und spätestens da wird eben verkauft. Also deswegen habt ihr hier mal ein schönes Beispiel, wie dieser zeitliche Rahmen abläuft und was an Trading-Techniken wir hier mit reinpacken. Und hier muss natürlich der User, der Mitdenker, darauf achten, ist der Stop-Loss oder ist der Take-Profit ausgelöst? Und dann wird der Trade eben eigenständig auch aufgelöst. So ist es. Gut, ja, Take-Profit, was ist das? Na, hier wird gerade gefragt, was ist ein Take-Profit, Norbert? Ja, ein Take-Profit ist ein Kursziel. Hier die 17,5%, die sind auf das Underlying, also auf die Aktie gerechnet, nicht auf den Schein, nicht auf den K.O.-Schein, weil ich weiß nicht, welchen K.O.-Schein ihr nehmt und so weiter, sondern das ist auf die Aktie gerechnet. Das heißt, ich kann das im Chart des Aktien des Programms dann entsprechend markieren, kann mir bei OnVista eine Nachricht hinterlegen lassen oder eine Nachricht hinterlegen, kann das einstellen und. Das ist im Prinzip hier ganz klar ausgedrückt und dargeschrieben, damit es wirklich jeder nachvollziehen kann. Das heißt, also das ist mal Glaskugel. Ne? Hier gucken wir in die Glaskugel und sagen, pass auf, der Einstieg, der Signaltag ist der 5.1. Das heißt, zu Close. Jetzt haben wir eine amerikanische Aktie, also Close wäre 22 Uhr. Da wir nicht jedem zumuten wollen, um 22.10 Uhr dann da zu hocken und zu gucken, ja, darf ich? Das kann er ja auch am nächsten Tag noch rückwirkend machen. Ist mein Einstiegskriterium erfüllt worden? Wunderbar, denn ich habe Zeit. Ich starte erst meinen Trade zu Open. Ja, also Open den nächsten Tag. Ich habe bis zum nächsten Tag Zeit gegen Amerika, 15.45 Uhr. Und dann kann ich alle Berechnungen machen. Ich berechne den Stopp und den Take-Profit auf den Signaltag. Denn ich kann dem Captain-Meister nicht sagen, also der Falk, der steigt am liebsten alles um 16 Uhr ein, der Norbert um 15.45 Uhr und der Dirk um 16.15 Uhr. Und der Arne, weil er ein früher Aufsteher ist, der würde am liebsten noch nachts da einsteigen. So, das kann man einfach nicht weitergeben. Deswegen ist ganz wichtig, und das steht aber auch beschrieben, das ist, du hast es übrigens auch hier mal ein Lob an den Falk. Ich habe mir sein Video angehört, das ja auch mit dabei ist zur Erklärung. Und da ist alles super erklärt. Es ist schriftlich erklärt, es ist für die Augen und für die Ohren erklärt. Also da wird dann der Stoppkurs und der Trailing Stop dann angefangen und der Take Profit. Also ich hätte am liebsten, dass das Ding auf 17,5% ist. Dann steige ich aus und das kann ich jetzt schon sagen, es wird erfolgt in diesem Fall bei den Aktien. Es gibt einen Sonderfall,
kein Wiedereinstieg. Also wenn man den Gewinn mitgenommen hat, ist man draußen, freut sich, trinkt ein Glas Rotwein und auf geht's weiter. Genau, hier war noch eine Frage. Das gilt natürlich auch für den Stop-Loss. Und ja, man würde hier jetzt auch den Stop-Loss, also in dem Fall ist es ja ein Sicherheits-Stop-Loss, der wäre jetzt bei über 30%. Aber das ist eben dann über die Positionsgröße auch gemanagt. Ja, also deswegen sagen wir auch nicht All-In, sondern ja, mit einem Derivat, mit einem Hebel wird die Position auch ein bisschen stärker schwanken. Wenn es gut geht, kriegen wir dementsprechend auch die entsprechende Rendite. Wenn es daneben geht, werden wir auch entsprechend einen etwas höheren Verlust einfahren. Wir haben aber keinen Einzeltrade, sondern ein Trade-Universum und da tariert sich das dann aus. Ich habe jetzt hier nochmal ein Beispiel mit reingebracht. Hier seht ihr mal die Auswertung von Workday. Hier seht ihr mal, wie wir da vorgehen mit den Profitfaktoren. Das habe ich euch gerade schon gezeigt. Und ich will einfach mal beispielsweise einen dieser Trades kurz durchgehen. Ich will es gar nicht zu intensiv machen, aber die Logik ist ja in den anderen späteren Strategien auch. Ne? Einstieg, Ausstieg, Take Profits. Und ja, vielleicht kannst du mal kurz hier kommentieren, Norbert, wie du oder wie der Captimizer mit so einem Signal umgeht. Ich habe es ja im Prinzip gerade schon erklärt. Also wir schauen an dem fünften Einstiegssignal 22 Uhr. Nach 22 Uhr wird geschaut. Das kann ich, wiederhole mich, auch nächsten Tag noch vor dem Einstieg jederzeit in jedem Chartprogramm meines Erachtens nachschauen. Oh, ich habe ein Signal, also steige ich Open 1, so gegen 15.45 Uhr kann ich einsteigen. Die besonders cleveren, die gucken dann, Mensch, wie ist der Tag gelaufen? Ist er jetzt besonders gut gelaufen? Ist er besonders schlecht gelaufen? Könnte der Kurs fallen noch oder steigen? Können dann noch ein bisschen optimieren, das kann man machen. Man kann dann auf kürzere Zeit eben gehen, könnte das tun. Das können wir aber im Captimizer nicht. Der Captimizer ist dumm. Der startet um 15.30 Uhr ganz genau damit mit seinem Einstieg. Warum steigen wir nicht um 15.30 Uhr ein oder um 22 Uhr aus oder ein? Ganz einfach. Um 15.30 Uhr ist die Handelseröffnung in den USA. Dann brauchten die Emittenten einige Minuten, 5 Minuten, 10 Minuten, bis sie den Markt neu justiert haben. Und in dieser Zeit kann es zu Verwerfungen kommen. Bei diesem Hebel normalerweise nicht so stark, aber es kann zu Verwerfungen kommen. Oder Trades werden gar nicht ausgeführt und man schimpft dann auf die Trading Brothers oder auf mich. Wie kann er? Und das ist ja einfach mal ein bisschen warten. Wir geben die Zeiten ein, nämlich 15.45 Uhr. Danach wird man handeln. So, und da unten ist der Stop Loss. Das ist ja hier ein Trailing Stop, also ein nachgezogener Stop. Die Berechnung erfolgt zum Einstiegssignal. Das kann ich also ganz in Ruhe alles machen. Ich rechne zurück auf die Aktie, nicht auf den Schein. So, und dann passiert was, in diesem Fall natürlich was Positives. Und die Aktie läuft in den Take Profit. Den Take Profit kann ich eingeben. Ich muss es nicht. Wir haben hier auch hier nicht jeder, oh Gott, wie muss ich das eingeben und was ist da wieder? Nein, hier ist es ganz ruhig zu beachten. Hier Take Profit zu Close erreicht. Das ist diese grüne Linie. Wunderbar. Ich nehme am nächsten Tag mit. Ärgere mich, dass ich wieder an dem Markt etwas zurückgegeben habe in diesem Fall. Aber es gibt auch andere Fälle, wo es praktisch wieder nach oben geht. Freue mich und schaue auf den nächsten Trade. Genau. Und das ist hier der einfache, ganz einfache, simple Ablauf. Hier kommt eine Frage, die finde ich gerade sehr gut. Was passiert, wenn Intraday eine größere Schwankung sein sollte? Ich lese einfach mal vor, wird bei Intraday unterschreiten der Aktie am nächsten Tag auch verkauft oder nur, wenn der Schlusskurs unter dem Stop-Loss liegt?
Also wenn nicht irgendwo etwas ganz Besonderes angegeben wird und meines Erachtens ist, haben wir das hier nicht drin, dann schauen wir immer End of Day. Ja, also wenn jetzt, es gibt ja manchmal, ey, da fällt der Kurs, schlechte Nachricht zur Eröffnung, fällt der Kurs 5, 6, 7, 10%, haben wir alles erlebt, vielleicht sogar 12,8%, Stopp wird gerissen. Mist. Da wir den Stopp nicht in den Markt legen, können wir da zuschauen und wenn sich dann intraday wieder die Kurse erholen, wunderbar, wir schauen immer End of Day. Beziehungsweise bei den Devisen haben wir eine spezielle Zeit, nämlich 16 Uhr auf die EZB-Zeit, aber jetzt reden wir über Aktien, da ist es, und das gilt auch für Indizes, End of Day. Genau. Na, hier kam mir gerade so die Frage, brauche ich die Captimizer Software, um das Paket umzusetzen? Nein. Nein, brauchst du nicht. Alle Daten, jeder Einstiegspunkt, jeder Stopp wird alles angegeben. Ich meine, wenn du sie hast, dann kannst du mit diesen Daten deinen eigenen Captimizer füttern und kannst mal nachtesten, ob der Müller das so richtig gemacht hat. Hat auch einer, ich weiß nicht, ob er heute Abend dabei ist, aus der Schweiz schon gemacht. Und wir haben festgestellt, es hat schon funktioniert. Wir haben mittlerweile eine Community, die das, was wir rausgeben, ganz gut auf Herz und Nieren prüft. Ja. Also wir werden schnell auf Fehler aufmerksam Manchmal gemacht. hat man auch, es hat auch der eine oder andere auch schon einen Fehler gefunden, gar keine Frage, passiert. Wir sind alle Menschen und es passieren Fehler. Also Ich sehe es auch Güte. gerade im Chat-Kommentar, die Jungs und Mädels. Hallo, ihr seid auch schon dabei. Ja. Gut, aber wir haben uns viel zu Grüße in die lange an den Schweiz. Aktien aufgehalten. Die sind ja eigentlich nur ein kleiner Teil des Paketes. Deswegen will ich mal in den Bereich der Ergänzungen, die wir darüber hinaus haben, mal mit einsteigen. Und da fangen wir mal an mit Gold. Gold ist ein wichtiges Thema auch generell bei uns im TB Service, in unserer Vermögensstruktur. Denn wir sagen, naja, es macht Sinn, durchaus 8 bis 12% seines Kapitals an der Börse. Und das ist durchaus auch eine Größenordnung, die genauso groß ist wie das gesamte Beimischungspaket, in Gold zu investieren. Und da ist immer wieder die Frage, die kommt an uns heran, wann soll ich denn Gold eigentlich kaufen? Ja, und genau da kann ein solches Strategiepaket helfen. Ich habe euch hier zum Überblick einfach mal einen Gold-Future-Chart von heute mal eingeblendet. Und das Interessante an diesem Gold-Future-Chart ist, Gold befindet sich nicht nur in einem Aufwärtstrend, sondern könnte auch eine längere Korrektur jetzt endlich mal abgeschlossen haben. Ich habe so eine kleine Prognose hier mit eingeblendet. Diese Prognose kommt aus einem Webinar, das wir mit dem Dimitri Speck mal gemacht haben. Das ist jetzt schon ein paar Monate her. Und da haben wir auch schon ziemlich deutlich gesagt, naja, wir warten darauf, dass Gold möglicherweise nochmal zurücksetzt und dann wieder anläuft. Und diese Phase ist jetzt. Also generell, Gold ist ein Thema. Ja, und die Strategie, die wir jetzt im Winterpaket haben, ist die sogenannte Gold-im-Winter-Strategie. Und die beruht auch auf einer Saisonalität. Und die habe ich hier mal wieder eingeblendet. Die ist ja kein Geheimnis. Ja, das ist nämlich dieser Anzug hier. Jetzt könnte man sagen, wunderbar, weiß ich alles, danke Falk, mehr brauche ich nicht. Naja, so einfach machen wir uns das nicht. Es gibt noch weitere Rahmenbedingungen, die erfüllt sein müssen. Aber grundsätzlich ist Gold im Winter, speziell im Dezember, ein interessanter Kandidat. Und wir werden auch dieses Jahr, wenn die Rahmenbedingungen stimmen, wieder Gold und wir werden auch gleich sehen, Silber, weitere Edelmetalle kaufen. Ne, da ist ein statistischer Vorteil. Und das ist eine schöne Strategie, Norbert, an der könnten wir mal das Beispiel sagen, wie lange handeln wir denn eigentlich schon solche Strategien? Ich würde einfach mal fragen, wie lange ist dir dieser saisonale Effekt schon bekannt? Ach, Gold, also bei den Edelmetallen muss ich sagen, 2009, also es aufgefallen ist mir 2008 Palladium, vergesse ich nie, weil ich habe nicht getradet, nicht gehandelt. Es ist mir danach aufgefallen. Also das sind alte Dinge, die der Dimitri hat es, glaube ich, so erklärt, die einfach aufgrund der Jahreszeit, der Weihnachtszeit kommt.
Dann kommt Indien manchmal noch dazu, die Begründung. Bei anderen Edelmetallen ist es, dass die Großeinkäufer, einer hat seinen Sitz ein paar Kilometer weiter von mir weg, ungefähr 15 Kilometer Luftlinie, wird wahrscheinlich das Einkaufsbüro sitzen, und die kaufen halt im Frühjahr, oder nicht Frühjahr, im frühen Jahr, also noch im Winter, kaufen die halt gerne Gold, Silber und was weiß dann ich alles. So, aber man sieht hier auch an der Grafik, es sind halt nicht nur schöne Erlebnisse, manchmal muss man auch zittern. Oder wie, wenn ich das sehe im Jahr 2021, das hat mich hier aufgeregt, das weiß ich heute noch. Man hat einen kleinen Gewinn und dann gibt man nicht nur den Gewinn her, sondern läuft auch ins Minus. Also auch daran muss man sich gewöhnen, dass es Fehltrades gibt. So, ne? Ja, ich habe hier einfach mal beispielsweise ein paar eingeblendet, und zwar, damit ihr euch mal auch ein paar Informationen im Hintergrund da vergegenwärtigen könnt, wie wir solche Trades dann auswerten, an die Positionsgrößen rangehen, an die Hebel rangehen, die Schwankungsbreiten uns angucken. Und ja, diese Strategie, das wollte ich damit sagen, die handeln wir schon wirklich lange, schon über viele Jahre. Wir haben sie in allen möglichen Varianten, mit gleitenden Durchschnitten, mit saisonalen Mustern, mit Intermarket-Tendenzen, mit Elliott-Wellen, was wir alles schon damit probiert haben. Und im jetzigen Paket sind tatsächlich unsere besten Erfahrungen zusammengeflossen und drin integriert. Ja. Und stark vereinfacht worden, also dass man da nicht auf irgendwelche Supertrends, die dann in jedem Chartprogramm anders da dargestellt werden, gucken muss, sondern das ganz einfach und simpel gehalten. Genau, hier kommt gerade die Frage, die finde ich auch gut. Muss ich das mit K.O.-Zertifikaten handeln? Nein, also man könnte hier, Falk hat es ja schon angesprochen, es könnte sich hier zum Beispiel auch der ETF auf Gold anbieten, vielleicht nicht den Xetra Gold, sondern den von der Euwax, weil der keine Kosten hat, bisschen höheren Spread, aber keine Goldkosten hat. Man kann es mit Faktorzertifikaten machen, man könnte es mit dem Future machen, man kann es mit Optionen oder Optionsschein machen, aber auch hier haben wir auf das Einfachste zurückgegriffen, Einfachste mit Hebel zurückgegriffen, und das ist der K.O.-Schein, weil der ist nun wirklich simpel rauszusuchen. Da brauche ich keine große Intelligenz, sondern ich muss nur mal bei Onvista oder bei anderen Anbietern einfach drauf gucken, das angeben. Ich sage mal, das können 99% aller Zuhörer. Also wenn einer nicht weiß, wie man ein passendes K.O.-Zertifikat heraussucht, machen wir gleich einen kostenfreien Videokurs, einen Hinweis. Aber generell, ob du das mit Optionen, mit Futures, mit CFDs oder von mir aus auch physisch umsetzt, das liegt bei dir. Das kannst du wirklich selbst machen, bestimmen und soll zu deinem persönlichen Vermögensaufbau passen. Du kriegst ja unseren statistischen Hintergrund, jetzt macht es Sinn, Gold zu kaufen, und spätestens dann, wenn der Trade rausgeht, also wir wieder Gold verkaufen, ist es tendenziell eher nicht der beste einzusteigen. Ja. Gut, aber lass uns mal zum nächsten Trade übergehen. Da gibt es, habe ich sogar einen Rechtschreibfehler drin, da fehlt ein I. Da ist es. Paladum. Haben wir so oft schon drüber gelesen, ich habe es in dem Moment auch gesehen, habe gedacht, Mensch, Meier, da fehlt ein I. Ja, bei Palladium ist auch ein Trade, den wir schon seit vielen Jahren in der Zeit handeln. Palladium und auch Platin, teilweise Trefferquoten bis zu 100% gewesen. Dann kam mal ein Jahr dazwischen, da war das nicht so gut. Aber mit diesen beiden Strategien haben wir schon sehr viel Geld verdient und die führen wir auch einfach weiter. Ja. Gerade in den Nach-Corona-Phasen waren Platin und Palladium teilweise eben auch sehr interessant. Ne, hier war schon der ein oder andere Hinweis, gerade in Krisenphasen können Rohstoffe besonders gut performen oder zumindest durch ihre Schwankungsintensität zu schönen Chancen führen. Und dazu gehört eben auch Platin und Palladium.
Ich habe euch für jetzt hier mal Palladium Future, den Wochenchart der letzten Wochen und Monate mal eingeblendet. Für mich ist Platin und Palladium auch ein Indikator für den Gesamtmarkt. Und das ist generell aktuell ein sehr abgestrafter Markt und wird per se auch für mich als Einstiegsgelegenheit vielleicht auch durch diese Strategie jetzt hochinteressant. Ja, und wenn ich dann einen statistischen Vorteil bekomme und der ist bei Platin und Palladium sehr hoch, warum nicht? Das ist einfach ein Markt, auf den wir jedes Jahr gucken. Und du, Norbert, hast ja diesen Trade jetzt auch nochmal unterteilt, ja, weil ursprünglich haben wir den in einer Tranche gemacht, aber du hast dich jetzt in diesem Jahr mal dazu durchgerungen, auch es ein bisschen komplexer anzugehen und tatsächlich fortgeschrittene Trading-Technik mit zwei verschiedenen Take-Profits zu arbeiten. Ja, also wir haben einen Einstiegstag. Wir gehen praktisch mit der vorgesehenen Gesamtsumme dann rein. Das ist dann ein Trade. Der Captimizer rechnet das übrigens als zwei Trades. Also müsste man von diesen 23 schon mal da einen Trade mindestens abziehen. Aber sei es drum. So, und dann wird beobachtet, wie die Entwicklung ist. Und mich hat es fuchsteufels aufgeregt in den letzten Jahren, dass gerade speziell bei Palladium und dem Counterpart Platin ist immer wieder zu guten Anstiegen kam. Und dann war was aus, dann kam ein Rücksetzer, es läuft ins Minus und man beendet sogar den Trade im Minus. Das ist des Öfteren passiert, dass dieser Effekt war. Also habe ich mir überlegt, und habe dort auch, so wie wir das gerade mit Workday besprochen haben, einen Take-Profit eingeführt. Und hier, weil, also um es gleich vorweg zu sagen, wenn man alles mit Take-Profit einhandeln würde, ist das Ergebnis fast genauso gut. Aber es ist einfach dann auch wieder, ne, der eine regt sich auf, dass er Verluste abgeben musste und es minus läuft. Und der andere regt sich auf, ach, wieso muss ich schon bei XY%, ich sage jetzt mal einfach bei 10% schon aussteigen und dann sehe ich, das Ding läuft weiter, das läuft weiter, das macht 20-30% im Underlay, also im Basiswert und ich bin schon draußen, ich arme Seele muss zugucken. Deswegen zwei unterschiedliche Take-Profits. Das kann auch jeder halten, wie er will. Jeder kann sagen, ich handle nur den Take Profit 1 oder nur den Take Profit 2 oder ich beobachte es dann mit meinen eigenen Kriterien weiter, weil ich der Meinung bin, das wird noch weiter steigen. Null Problemo. Hier ist es einfach mal fixiert und damit auch gerechnet und es hat dann gerade speziell in den letzten 5 Jahren dann zu deutlich besseren Ergebnissen geführt, ohne dass die Ergebnisse mit Ausnahme 2008, also da hat es dann gelitten, weil das ein exorbitantes Jahr für, oder 2008, 2009 war das, der Übergang für Palladium war dann gelaufen. So, wenn du gerade nochmal den Chart da machst, dann kommt dann, das weiß ich jetzt schon, die Frage, Palladium ist so weit gefallen, das wird noch weiter fallen. Palladium braucht man doch für die Diesel. Diesel wird nicht mehr gekauft. Diesel wird sonst was Mag sein. Mag sein, dass es dieses Jahr passiert. Wir wissen es nicht. Wir wissen nicht, ist es Platin oder Palladium oder sind es beide. Also werden wir immer wieder diese Trades wiederholen, wiederholen und wiederholen und aufs Neue machen. Und auch hier gibt es mal zwei Fehltrades in Folge und war gut, dass man es wiederholt und wiederholt. So, das ist der eigentliche Erfolg dann bei diesem ganzen Handeln überhaupt an der Börse. So, das sind nochmal die vier unterschiedlichen Dinge gemacht. In euren Unterlagen seht ihr dann auch, was ist. Und dann kann der immer noch entscheiden nach dem Motto, will ich nicht, brauche ich nicht, habe ich nicht oder ich mache alle vier. Ich persönlich, das ist wirklich meine persönliche Meinung, ich werde immer
immer wieder alle vier Edelmetalle handeln. Ja, kann ich nur unterstreichen, machen wir auch so. Und hier kommt auch die passende Frage dazu. Ist die Positionsgröße der Trades Platin, Palladium, Gold, Silber im Paket angegeben oder muss man sich da selbst irgendwas ausrechnen und dann verdoppeln? Also die Strategien sind im Paket sehr genau beschrieben. Also da wird es zu keinen Verwechslungen kommen. So. Gut, aber das ist ja nicht das Einzige. Wir haben ja noch viel mehr. Das sind aber Top-Setups, wird hier gerade geschrieben, von jemandem. Hallo Elmar, der uns schon seit langem auch sehr bekannt ist und verfolgt und ja, auch wir schon zusammen gearbeitet haben. Ja. Das sind die Top-Strategien und da haben wir jetzt hier noch ein paar mehr. Ich habe jetzt hier für die sogenannte Weihnachts-Index-Long-Strategie den DAX mal mit ins Paket reingenommen. Und der DAX an sich hat um Weihnachten herum oder nach Weihnachten, muss man in dem Fall fast sagen, eine sehr positive Saisonalität. Das seht ihr hier. Das ist wieder die Saisonalität aus dem Season X. Ja, achtet mal bitte drauf, das startet nicht im Januar. Ich habe bewusst den Dezember-Januar-Effekt in die Mitte verlagert, ne, also und auch hier mal 43 Jahre ausgewertet. Das ist der statistische Vorteil, den ihr im DAX hier habt. Und ihr startet im Prinzip nach dem Dezember-Short, also einem Rücksetzer im Dezember. Das ist ungefähr der 15. Und dann könnt ihr halten bis zum 4. Dezember und habt ein sehr sauberes, ein sehr stabiles Muster auf steigende Kurse. Das ist eigentlich bekannt und hat unterschiedliche Namen. Ne? Weihnachtstrade, Jahresendrally. Manche bezeichnen als Jahresendrally nur die letzten 5 Tage. Jahresendphasentrade. Also lasst euch da nicht irritieren. Wir meinen genau diesen zeitlichen Horizont. Und der ist übergreifend eben auch ins neue Jahr hinein. Und ich habe, ups, was habe ich hier? Jetzt habe ich die falsche Taste gedrückt. Ich will einen weiter. Für den Season X selbst habe ich euch mal den Ein- und den Ausstieg hier eingeblendet. Also Dezember 15. Close. Am Ende des Handelstages steigt man in den DAX ein. Und am 4. Januar oder am darauffolgenden Handelstag Close geht man halt wieder raus. Was heißt der darauffolgende Handelstag? Es gibt immer mal so Phasen, da ist ein Ein- oder ein Ausstieg, fällt auf einen Feiertag oder auf ein Wochenende. Was dann, Norbert? Was ist, wenn wir in der PDF angeben, bitte steig am 15. Dezember ein und das ist ein Sonntag? Dann habe ich Pech gehabt, dann mache ich den Trade nicht und warte auf das nächste Jahr. Nein, dann handle ich am Montag, wenn es am der 15. Jetzt gucke ich mal auf den Kalender, ist dieses Jahr ein Freitag, also ist kein Problem, aber wenn es nächstes Jahr ein Samstag ist, dann ist es halt der Montag. So, beim Ausstieg, da haben wir hier den 4. Januar, bei anderen ist es dann zum Beispiel, der 2. Januar direkt sein. Ja, wenn der 2. dann halt am Samstag ist, dann handle ich am Montag. Und wenn er am Sonntag ist, dann handle ich auch am Montag. Ja, also immer wieder der darauffolgende Tag. Okay, dann haben wir die Frage auch. Aber ich wollte auch noch hinaus, wir werden das Ganze jetzt gleich mal hier mit einem Top-Setup, mit einer Strategie, mit einem Stop-Loss-Technik versehen. Und zwar in dem Fall einem volatilitätsbasierten Trailing-Stop. Und wir zeigen euch mal die Auswertungen, ja. Die Idee dabei ist einfach, wir machen einen Trailing-Stop und wollen das Ergebnis verbessern. Gelingt uns das im DAX? Aber die erste Frage, die ich hier mal klären will, ist, was ist denn eigentlich besser, Norbert? Ein Faktor-Zertifikat oder ein K.O.-Zertifikat? Und das haben wir einfach ausgewertet. Wir haben das eben hier im Captimizer mal reingeprügelt und haben mal genau geschaut für 2 unterschiedliche Derivate, nämlich einmal K.O.-Zertifikat Hebel 3, Faktorzertifikat Hebel 3, aber auch K.O.-Zertifikat Hebel 5 und Faktorzertifikat Hebel 5, wie in dieser Strategie, in diesem Zeitraum, den ich euch gerade gezeigt habe, die Ergebnisse in der Vergangenheit waren. Also die unterscheiden sich nicht sehr stark zwischen Faktor und K.O. Es gibt Jahre, da ist das Faktorzertifikat deutlich besser. Und zwar, wenn ich richtige Trendzahlen
Zeiten habe. Also wenn ich jeden Tag im Prinzip einen grünen Balken im Chart habe, eine grüne Kerze habe, dann ist das Faktorzertifikat von Vorteil. In kurzen Zeiten wie hier, also über eine Haltedauer von ungefähr 15 Tagen, Handelstage noch nicht mal, ne? Wir müssen ja noch Weihnachten, Neujahr, Silvester und so weiter abziehen, also noch weniger Handelstage, ist die Wahrscheinlichkeit, dass natürlich so ein Trend dann vonstatten geht, groß. Man könnte hier also ohne Probleme auch mit einem Faktorzertifikat handeln. Ich wollte aber, und wir wollten da keinen Durcheinander bringen, wenn wir jetzt das eine mit Faktoren, das andere mit K.O., also haben wir uns einfach geeinigt auf K.O., aber nochmal, man kann das mit Faktorzertifikaten machen. Aber ja, an dieser Stelle sei aber auch vor Faktorzertifikaten gewarnt. Das ist allerdings ein bisschen ausführlicher. Manchmal in den Seminaren gehe ich manchmal darauf ein, das jetzt zu machen, das dauert dann eine halbe Stunde, bis das dann verstanden wird. Vielleicht nur so viel. Wenige Tage, eine Woche, wegen mir auch 2 Wochen, vielleicht auch 3, um die 16 Wochen Gebert-Strategie noch mit einzubeziehen. Da kann man mit Faktorzertifikaten, wenn man unter Faktor 5 bleibt, bei Aktienindizes das machen. Ansonsten sollte man, wenn man Hebel handelt, vielleicht auf K.O.-Zertifikate umschwenken. So, was man wann, wie, wo nimmt, Falk, dann sitzen wir noch eine Stunde da. Ja, ja, ich wollte hier einfach auch noch ein paar Worte geben und ergänzen können wir es darauf, ob du das mit CFDs, von mir aus auch Optionen, du kannst den DAX auch mit dem Future handeln. Das ist eine individuelle Gestaltung. Das liegt an dir. Ja, das musst du da die Rahmenbedingungen kennen. Futures brauchst du ein bisschen mehr Geld, Optionen ein bisschen mehr Know-how. Und bei CFDs, ja, da brauchst du im Prinzip einen guten CFD-Broker. Ja. Ja. Gut, aber das würde jetzt zu weit führen. Gut, ich würde sagen, wir haben uns die nächste Frage mal schon mal gestellt für die Jahresendrallye-Phase. Was ist denn überhaupt der beste Index? Und hier seht ihr mal eine Auswertung. Da haben wir zum Beispiel ETFs verwendet. Und das ist eine Auswertung, die habe ich geupdatet. Die hatten wir vor 5 Jahren schon mal im Traders oder sowas. Ja, da haben wir im Traders auch richtig, Auswertung. Da haben wir das schon mal vorgestellt. Und ihr kriegt sozusagen nach 5 Jahren hier mal das Update und das funktioniert tatsächlich immer noch. Ja, das, was ihr hier seht, schwarz ist der DAX. Grün ist der Dow Jones. Der Dow Jones ist, wie man so sieht, für die Jahresendrallye-Strategie scheinbar nicht der optimale Index. Und der DAX war lange Zeit der stärkste, aber SDAX und MDAX holen auf. Auch gerade zuletzt wieder. Und damit kann man sagen, ja, prinzipiell sind sie eigentlich alle interessant für die Jahresendrallye-Strategie, aber die Amerikaner nicht so richtig, oder? In der Literatur oder ich habe es gerade von einem Emittenten da so ein Werbemail wieder bekommen, einem Emittenten, die wirklich super, super gute Analysen machen und alles. Und die haben auch wieder gezeigt, den Dow. Und das ist an für sich dann ein Problem, wenn man dann, also den Dow auf Seasonex und so weiter, das sieht alles wunderbar aus. Ja, gute Trefferquote, alles soweit okay. Man kann den sogar 100 Jahre zurückrechnen. Aber dann merkt man, ey, in den letzten Jahren will er nicht. Und die Amerikaner wollen auch nicht. Warum das so ist, habe ich auch keine triftige Erklärung. Vielleicht eins, es gibt einen Steuerstichtag in Amerika. Also nichts deutsche Steuer, ich nichts Steuerberater oder sonst was. Aber die Amerikaner haben auch einen Steuerstichtag. Stichtag. Und da wird sehr oft kurz vor diesem Steuerstichtag Position verkauft, verschoben oder sonst was gemacht, um eine Steueroptimierung, die bei IB sind, kennen vielleicht diesen Button oder diese Information. Steueroptimierung ist nicht für uns Deutsche gemacht. Uns ziehen sie alles aus der Tasche, aber die Amerikaner können da ein bisschen Steueroptimierung machen. Und das könnte eine Rolle spielen, dass das ein bisschen anders da gehandhabt wird. Aber es bringt nichts. Wir sehen ja, dass das MDAX und SDAX weiterhin gut laufen. Und jetzt dürft ihr euch dreimal fragen,
Welchen der Indizes haben wir in unserem Paket? Ja, also es ist ja kein Geheimnis. Die, die unser Trading verfolgen, wissen, dass wir in der Regel gar nicht mal auf den DAX am Jahresende setzen, sondern lieber MDAX oder SDAX. Auch den TechDAX kann man da zunehmend mitnimmt. Und wir verteilen das Risiko auf verschiedene Indizes. Ja. Wird im Paket auch beschrieben. Und ich will aber anhand des DAXes mal noch euch mal ganz kurz zeigen, wie das eigentlich ist, wenn man einen Trailing Stop mit einfügt, wie das auswertungstechnisch sich auswirkt. Und hier haben wir einen Supertrend gewählt mit den Einstellungsperiode, ne, Periode 10, Faktor 2, will ich gar nicht zu tief eintauchen. Es ist ein volatilitätsbasierter Trailing Stop, der sich automatisch mitzieht und der das Ergebnis eigentlich verbessern soll. Und das haben wir einfach mal ausgewertet im DAX, im DAU, im MDAX und im SDAX. Ne, ST steht hier für Supertrend. Und ihr seht, dass das Ergebnis gar nicht so viel verbessert wird. Der DAX, der bleibt Spitzenreiter, hat aber auch seine Schwächephase. MDAX, TechDAX, MDAX und SDAX können etwas aufholen und auch unser Trading Stop hilft dem Dow Jones nicht in die Gewinnzone. Ja, und ich mache es kurz, sonst würden wir hier zu weit gehen. Diese Ergebnisse haben wir hier unten mal als Vergleichsindex. Und der DAX ist nicht in unserem Winterpaket drin. Den handeln wir nicht. Ja, ich habe jetzt mal Folgendes gemacht. Das hier unten ist der DAX ausgewertet mit KO5. Während die Pakete, die wir nehmen, ne, die sind mit KO4, also einem geringeren Risiko ausgestattet, machen eine deutliche Outperformance. Und da hilft auch hier der Trailing Stop oder Ähnliches nicht. Ne. Das Ergebnis wird in der Phase gar nicht deutlich besser. Und hier kommt an der Stelle immer die Frage, und die ist auch schon wieder da, ne, welche Indizes handeln wir? TechDAX, NASDAQ, ob wir den Nikkei, Australien, Bovespa oder von mir aus den FTSE 100 handeln. Das wechselt von Jahr zu Jahr. Ne? Letztes Jahr hatten wir MDAX und SDAX gehandelt. Das Jahr davor hatten wir, meine ich, auch MDAX und TechDAX miteinander mal kombiniert. Dieses Jahr haben wir einen Exoten mit dabei. Der ist hier ganz oben mit dabei. Und den verraten wir hier an der Stelle natürlich nicht. den kriegt ihr im Paket, ja. Aber es ist alles so exotisch, dass man es mit K.O.-Scheinen handeln kann. Ja, also exotisch ist bei uns jetzt nicht irgendwas aus Dubai oder irgendwo auf der Welt, sondern man kennt das schon und es ist auch handelbar. Gut, aber das soll an der Stelle mal reichen. Mit Blick auf die Uhr, Norbert, müssen wir uns jetzt ein bisschen ranhalten, ja. Ein bisschen sputen. Jetzt gucken wir uns mal den Euro an. Der Euro hat wieder eine Saisonalität, die wollten wir mit ins Paket hineinnehmen. Und das ist in dem Fall sogar zwei Zeitfenster. Die erste direkt mit dem Jahreswechsel, denn der Euro ist da statistisch gesehen immer wieder am Fallen und hat dann eine stärkere Schwankung. Das hat uns dazu veranlasst, auch hier ähnlich wie bei Platinum und Palladium so eine Doppelstrategie zu fahren. Aber hier arbeiten wir nicht mit einem Trade und zwei Take Profits, sondern hier haben wir wirklich dann zwei unterschiedliche Strategien draus gemacht. Aber da kannst du ja mal ein paar Worte zu sagen. Ja, es wird ja viel berichtet, ne, vor Weihnachten oder vor Neujahr Euro Long und nach Neujahr Euro Short. Das hat mit dem Kapitalfluss, speziell Amerika, also Kapital fließt in den Dollar oder fließt raus aus den Dollar. Sprich, wenn Firmen vor Jahresende, vor diesem Steuerstichtag oder ihrem Geschäftsjahresschlusstag da nochmal Gelder hin und her schieben. Und deswegen haben einige, und ich schließe mich dieser Vermutung an, oder schließen einige daraus, dass hier dieser Effekt dann auftritt. Den einen sind wir gerade übrigens am Handeln und die anderen zwei machen wir. So, und dann ist mir aufgefallen, es wird dann immer gesagt, ja, gut, im Januar Euro Short. Und wenn man sich das mal genauer anguckt, dann sage ich, ja, im Januar Euro Short, komme aber, mach mal eine Pause zwischendrin und dann was ganz Verrücktes, auf das wir jetzt wirklich immer eingehen können. Und dann handeln wir das.
So, vielleicht ein wichtiger Punkt, Falk, aufgrund auch der Zeit. Wir gucken in dem Fall auf den Eurokurs der EZB, der ungefähr um 16 Uhr stattfindet, weil das ist leider sehr unterschiedlich, ne? Nämlich den Euro Future ist es um 22 Uhr oder am Wochenende und oder 22:30 Uhr und dann Wochenende 22 Uhr. Und wann eröffnet er denn? Eröffnet er jetzt schon um 0 Uhr oder sonst irgendwas? Deswegen, und das ist dann auch schön mit dem Captain-Meister zu machen, denn der hat den EZB-Kurs, das ist der Fixkurs. Den Link haben wir gegeben und dann gucken wir einfach auf den EZB-Kurs und der um 16, gegen 16 Uhr gefixt wird und da sind die ganzen Berechnungen drauf gemacht. So, jetzt sagt einer, ja, aber ich kann ja nicht EZB, bis ich den Link und das gefunden habe. Der nimmt wegen mir den Future und guckt dann auf den 16-Uhr-Kurs im Tagesschart. Ja, und macht dann seine entsprechende Berechnungen. Bitte nicht auf den Minutenchart dann gehen und dann vielleicht noch einen kleinen Durchschnitt oder irgendwas drunter legen, sondern das dann bitte im Tagesschart machen. So, also das ist auch relativ einfach und simpel. Haben wir auch wieder beschrieben in der Strategie. Und sollte es da zu Unklarheiten kommen, kannst du den Trade ja auch vorerst weglassen oder uns in den Webinaren einfach fragen. Aber wir haben das Paket, wir haben zum Beispiel auch Euro, US-Dollar Shorts und Longs in den letzten Paketen drin gehabt. Wir haben kaum Rückfragen bekommen. Das heißt, wir scheinen es gut erklärt zu haben. Kann ich einfach mal so als Feedback weitergeben. Okay. Die nächste Strategie, die ist interessant dahingehend, Norbert, weil die übergreift. Die ist nicht nur im Winter interessant, sondern sie startet im Winter und geht bis in den Sommer hinein. Das ist der sogenannte Seasonal Index Effekt. Und die Strategie ist auch uralt. Die handeln wir auch schon eine Ewigkeit. Und die besagt Folgendes: Es gibt eine Phase im Jahr, da werden eher die Blue Chips gekauft, also die richtigen Schlachtschiffe, die etablierten Konzerne. Und das ist meistens die Phase Oktober bis Januar. Dann gibt es eine Ausphase, das sogenannte Sommerloch. Und das gab davor. Und mit dem Jahreswechsel wird meistens nach dem kalendarischen Wechsel in mittelständische oder kleinere Unternehmen gewechselt. Das lässt sich statistisch auswerten. Da gibt es richtige akademische Auswertungen mit allem Pipapo. Und wir machen es uns einfach und haben das in eine relativ einfache Strategie gegossen. Die ist auch nicht von uns erfunden. Die haben wir mit adaptiert. Und das Regelwerk seht ihr hier. Das ist eine Strategie, die haben wir schon ewig auch in unserem Know-how-Bereich drin. Nennt sich Seasonal Index Effekt bei uns. Andere haben der andere Namen gegeben. Also die gibt es in allen möglichen Kategorien. Und die wollten wir mit ins Paket reinnehmen, weil es einfach eine schöne Ergänzung ist. Sie gehört mit ins Rad des Jahres, also insgesamt in die komplette Spanne. Und das ist auch der Effekt, warum über dieses Zeitfenster, das ich euch gerade gezeigt habe, ein Trade etwas drüber hinausgeht. Das ist genau dieser MDAX Long, der teilweise bis in den Juli Juli. reicht. So, Genau, die also das, Statistik ist die sehr. Grundstrategie ist, wie der Falk schon sagte, überall beschrieben. Ja, da gibt es gar nicht mehr hinzuzufügen. Außer, Falk, glaube, das darf ich an, damit haben wir uns nicht zufrieden gegeben. Also wir schauen da schon auf bestimmte andere Punkte noch, ob wir diesen Trade durchführen und wann wir ihn durchführen. Und hier ist der einzigste Trade, den ich im Kopf habe, der ist erlaubt nach einem Ausstieg. Das sieht man 2020. Da ist diese Strategie ja auch gestartet. Dann hat sie einen bösen Dämpfer bekommen, ist nach unten gefallen. Unten gerutscht, alle Stops sind gerissen worden, Ausstieg, Ausstieg. So, und dann hat diese Strategie nochmal einen Einstieg gefunden, so Ende April, Anfang Mai, und dann nochmal
ich sag mal, die Verluste noch mal ein Stückchen wieder zu reduzieren. Also auch das kommt der Fall. Diese Strategie hat keinen so hohen Trefferquote und auch die Auszahlungsrate ist nicht so. Sie geht über längere Zeit. Hier würde ich auf keinen Fall Faktorzertifikate nehmen, um das gleich vorweg zu sagen. Man kann das natürlich auch mit dem ETF machen. Man kann die ausfallen lassen, aber es ist, also jeder redet doch drüber, ne? Sell in May and come back im September. Wir kommen halt nicht im September, sondern im Oktober. Und wir gehen nicht im Mai raus, sondern wir schauen, wenn es möglich ist, und halten das bis zum Ende Juli, aber dann ist Feierabend. Jo, was man bei der Strategie bedenken muss, ich habe es hier mal, du hast es schon gesagt, wir sind 100 Tage in der Strategie investiert und zwar mit einem Hebel 3 im MDAX. Und der MDAX kann einen auch ärgern. Hier sind einfach stärkere Schwankungen mit drin und der Trade hat uns auch in ein paar Jahren durchaus mal geärgert. Das muss man wissen. Und wir managen das in diesem Paket über die Positionsgröße. Positionsgröße. Ja. So einfach ist das. Genau. Gut, nächster Trade wäre eine Short-Strategie. Im Februar gibt es immer wieder eine Phase, in der die Märkte zurücksetzen. Das ist übrigens auch der Grund, warum wir meistens anschließend unsere Optionsscheindepots starten, also spekulativ in den Markt einsteigen. Aber diese Vorphase kann man natürlich auch nutzen. Und die gehört in die Kategorie Absicherungstrades, also Shorts in Phasen, wo statistisch gesehen der Markt ganz gerne mal zurücksetzt. Also das ist eine der Strategien, die man auch in unseren Handelssystemen finden kann, um uns gegen schwankende Märkte ja etwas abzusichern. Oder? Ja. Zumindest dann, wenn die auftreten im Februar, oder am Jahresanfang, wenn die da auftreten, da uns ein bisschen davor zu sichern. Und erstaunlicherweise, ja, es ist nicht nur Corona, ich denke an das Jahr 1900 und ich glaube, es war 91, Irakkrieg, 2003 Irakkrieg. Genau im Februar ging es nochmal runter, um danach im März wieder zu steigen. Zufall, ich denke nicht ganz Zufall, dass das immer früher auftritt. Das ist einfach im Frühjahr beginnt das Leben halt wieder von Neuem und manche werden dann übermütig oder andere Dinge passieren. Und da haben wir vorher im Februar zur Narrenzeit einfach nochmal den Short, den möglichen Short, weil man sieht hier auch an diesem Chart, dass nicht jedes Jahr gehandelt wird. Ja, ist ein Filterkriterium drin. Logisch, wir wollen diesen Short nicht jedes Jahr machen, sondern nur dann, wenn es kriselt. Und ja, ich habe hier nochmal zusammengefasst, wie das bei einem Short, wir haben gerade das Setup bei einem Long angeguckt. Klar, bei einem Short, wenn der Index fällt, dann steigt unser Papier, also unser K.O. in dem Fall. Oder wenn ihr wollt, auch ihr könnt das über einen CFD, eine Option oder sonstiges abbilden, wenn ihr wollt. Ja. Und der Stop-Loss liegt in dem Fall dann über dem Index. Ne? Klar, wir haben immer Risikokriterien, die eingehalten werden müssen. Und bei Short-Strategien ist es bei uns klassischerweise immer so, dass wir einem Trade nicht viel Zeit oder nicht viel Luft geben. Da sind in der Regel sehr enge Stop-Loss. Entweder das Ding läuft an oder es fliegt wieder raus. Deswegen sind die Trefferquoten in der Regel nicht ganz so hoch. Wir werden ab und zu ausgestoppt, auch mit unseren Shorts. Aber wenn sie treffen, dann kann es richtig ja, positiv ausfallen. Und das seht ihr dann an sowas hier. Ne? Wir wollen dann, wenn es wirklich an der Börse kriselig ist, auch ja, uns wieder einen Teil vom Kuchen zurückholen. Gut. Hier habe ich nochmal die Phasen gekennzeichnet. Ne? Hier ist nicht jede Phase drin enthalten. Warum? Naja, wir sind hier nur im Februar aktiv. Ja? Also eine Krise muss hier tatsächlich auch in den Februar fallen. Und andere Short-Strategien sind dann eben in anderen Paketen enthalten. Hier habe ich euch nochmal gegenübergestellt den DAX, den MDAX, den TechDAX. Ne? Also ihr seht, die Indizes laufen in Krisenphasen in der Regel relativ gleichförmig. Ne? Also in Blau siehst du, der TechDAX, der hüpft manchmal so ein bisschen aus dem Rahmen, aber unterm Strich holt er dann mehr oder weniger auch auf. Hier liegt es auch wieder an euch.
Macht man alle drei Trades oder konzentriert man sich auf den einen? In den Handelssystemen haben wir in der Regel den DAX mit drin, ne, während wir in WWA Hebel auch mal als Ergänzung den ein oder anderen MDAX oder TecDAX mit reingemischt haben. Also hier fehlt im Prinzip auch die Idee, die Logik. Und wenn so ein Signal getriggert wird, sollte man vorsichtig sein und sich zumindest teilabsichern. Gut, hier habe ich euch das Ganze nochmal für die US-Indizes mit ausgewertet, S&P und Dow Jones. Und im Vergleich habe ich gleich mal hier den MDAX, ne, der hier mit drin ist, mit reingenommen. Auch diese Strategien sind in den amerikanischen Indizes in der Regel profitabel, aber nicht so profitabel wie in den europäischen Indizes. Habe ich irgendwas vergessen, Norbert? Oder? Nee. Vielleicht eins hier. Ja, hier haben wir bewusst auch mit dem Hebel gespart. Man könnte allein mit dieser Strategie, also wenn man jetzt ganz cleverer wäre, könnte man nur mit diesen Strategien also super Performance hinlegen. Denn heute weiß ich ja, dass im Februar 2020 die Welt halber untergegangen ist. Und wenn ich das mit dem Hebel 30 handle, dann möchte ich nicht darstellen, was das bringt. Nur es bringt uns nichts. Das hätte niemand gemacht. Und selbst das ist schon kritisch. Also bleibt hier immer wieder auf dem Boden, kann ich sagen. Gut. Gut, ja, dann kommen wir auch schon so langsam zum Ende. Die letzte Strategie im Bunde ist eine Anleihenstrategie für den Euro-Bund Future. Und die hatte ich ja auch schon mehrfach in unseren Webinaren gezeigt mit diesem Effekt hier. Und du bist dem ja nochmal auf den Grund gegangen und hast dann nochmal genauer reingeschaut, ob das hier eine grafische falsche Darstellung ist oder ob ein Datenfehler da ist oder ob da tatsächlich was dran ist. Jo, ja, wir haben es, so ein Paket. Weil es trifft immer zum Auslaufen der Futures ein, also zum oder der Optionen auch ein, also immer zu diesem Ding. Und es könnte da auch so eine Art Rolleffekt da auftreten. Erstaunlicherweise nicht. Also gut, wenn das nicht so ist, dann haben wir das Ding aufgenommen. Den werden wir aber sehr genau beobachten. Das ist klar. Es ist übrigens hier unerheblich, ob Zinsen steigen oder fallen. Es sind nicht unerheblich für den Future. Aber für den Eurobund Future, aber für diesen Zeitraum gibt es immer wieder, da kann laufen, was will, immer wieder eine entsprechende Reaktion. Ich vermute, genau. Das hängt mit den Hexen des Eurobund Future zusammen. Also mit dem, ja, mit dem eigentlichen Rolleffekt, der hier auftritt, zusammen. Also genau. Werden wir also sehr genau beobachten. Ja, hier muss man dazu sagen, hier ist er besonders gut gelaufen. Im letzten Jahr war es ein negativer Trade, ne? Also nicht nur positiv. Das kann auch mal ein bisschen rumpeln und ein bisschen intensiver werden. Wir haben es über das Positionsmanagement angepasst. Der Hebel wird hier höher. Warum? Naja, die Anleihenmärkte bewegen sich relativ, ich sag mal, langweilig. Da musst du schon einen höheren Hebel nehmen, damit da was Positives bei rauskommt. Und wir sind 9 Tage investiert, also im Schnitt ungefähr 9 Tage. Da muss eine Anleihe sich schon ein bisschen stärker bewegen. Deswegen hebeln wir das über den Hebel 10. Aber der Gewinnvorteil, wie ihr seht, ist über die Zeit ja, unverkennbar. Schöner Trade, ja. Wollten wir mit reinnehmen. Vielleicht ist ja auch was für euch. Gut. Ja, gut. Das war das aufgeschnürte Paket zu Weihnachten. Also ihr habt die Möglichkeiten gehabt, da mal reinzuschauen. Ist, glaube ich, jetzt wird der Falk nochmal die Abschlussdaten da präsentieren und dann ja, schaut mal selbst, ob das was ist für euch. Also es kamen ein paar Fragen auf, klar, wie immer, aber dafür ist das Webinar ja da. Also hier kommt nochmal eine Frage, Norbert. Verstehe ich das richtig, dass ihr einmal im Jahr, im Januar bis Ende Juli long im MDAX seid und gleichzeitig im Februar möglicherweise den MDAX short handelt? Könnte passieren, um das klar und deutlich zu sagen. Ist auch passiert in der Vergangenheit. Richtig. Ja, da muss man sich dran gewöhnen. Das eine ist im Trade,
der langfristig aus, langfristig ein halbes Jahr ausgelegt ist. Das andere ist ein Trade, der rein saisonal mit, auch mit Filter natürlich, auf eine kurzfristig ein paar Tage, 5 Tage, 10 Tage ausgelegt ist. Das ist klar. Und wenn ich jetzt in den Stundenchart oder 4 Stunden oder Minutenchart runter, dann könnte wieder alles Mögliche passieren. Das ist, das muss man sich dran gewöhnen, dass ich theoretisch und praktisch gleichzeitig Long und Short positioniert sein könnte. Ist und manchmal auch bei CFDs dann blöd, weil es nicht gleichzeitig bei jedem Broker geht, ist aber dann auch kein Thema. Dann bin ich halt dann neutral in der Sache. Das heißt, ich bin in diesen Tagen dann gar nicht investiert und steige dann wieder neu Long oder Short entsprechend wieder ein, wenn es weitergeht. Ja. Also mir persönlich ist es schon in den letzten Jahren häufiger mal passiert, dass ich am selben Tag denselben Index sowohl Long als auch Short gekauft habe. Also am selben Tag gehe ich den DAX Long und Short, aber der Unterschied drin, den DAX Long für vielleicht 30 Tage und den Short für 3 Tage und beides funktioniert. Ja, jetzt würde der eine oder sagen, dann mach doch den Long 3 Tage später. Ja, da gehst du schon wieder in die Überoptimierung und dann wird das wahrscheinlich nicht funktionieren. Also die Märkte sind da manchmal gnadenlos und wer systematisch handelt, muss einfach da sich mit gewissen, ich sag mal, schwierigen Situationen, die schwierig anmuten, arrangieren. Und wir machen das, wie wir schon gesagt haben, über die Positionsgröße. Man muss die Emotionalität da ein bisschen ablegen. Wenn wir anfangen, in alle Trades Emotionalität, Bauchgefühl und unsere persönliche Wahrnehmung mit reinzumischen, werdet ihr feststellen, dass ihr die Hälfte der Trades aussortieren werdet. Und meistens sortiert ihr genau die aus, die gut laufen werden. Und die, die nicht funktionieren, wird man kumulieren. Oder? So ist es. Dem kann ich nur beipflichten. Das ist wichtig. Vielleicht ein Hinweis. Wir sind momentan im DAX Long, wenn man die 16-Wochen-Strategie macht und trotzdem könnte die Vorweihnachtsstrategie noch short gehen und. Also dem sind Türen vorgeöffnet. Deswegen ist es wichtig, dass man sich auch selbst, wir bieten hier einen Fahrplan, ja, der Fahrplan sagt, wann die Züge nicht die Deutsche Bundesbahn, sondern vielleicht die Schweizer Bahn, wann die abfahren, wann sie kommen, wann sie abfahren und wann sie irgendwo sein möchten. So, und wenn man das mit der Schweizer Bahn macht, dann hat man, ich glaube, die alles, was über 30 Sekunden ist, ist bei denen schon zu viel. Also wenn man sich da an die Pläne hält, dann kann ein Zug mal auch einem entgegenkommen und trotzdem bleibt man ruhig und sagt, ey, wir sind auf dem richtigen Gleis und können an den richtigen Ort fahren. Ich glaube, das ist wichtig zu sehen. Das soll das Paket binden, eine Struktur, eine Richtlinie, kein absolutes. Nichts ist an der Börse absolut, aber eine Richtlinie, um seinen Weg zu finden. Ja, wir kriegen ja gerade von einem Schweizer gesagt, dass das auch nicht mehr so ganz mit der Schweizer Bahn funktioniert. Die hat etwas nachgelassen. Oh, habt ihr zu viel deutsche Staatsbürger aufgenommen? Gut, aber lass uns nicht über die Schweizer Bahn reden, sondern nein, hier das Paket. Wir müssen fertig machen. Ich gehe nochmal ein paar Fragen ein. Guten Abend, wie viele Trades pro Risiko pro Trade vom EK? Kann ich jetzt nicht ganz die Frage nachvollziehen. Also ich beantworte mal, wie viele Trades, mit welchem Risiko gehen wir ein, haben wir, glaube ich, gerade dargelegt. Und hier seht ihr, im Paket ist statistisch gesehen mit ja, zwischen 22 und 24 Trades zu rechnen. Aber das ist in den Jahren unterschiedlich. Es gibt Jahre, die sind sehr negativ. Dann werden wir ein paar Shorts haben, weniger Aktientrades. Und in manchen Jahren werden alle Longtrades getriggert. Also ihr seht, manchmal ist ein bisschen mehr, mal ein bisschen weniger. Was uns auf uns jetzt zukommt, wissen wir nicht. Deswegen haben wir die Strategien in petto und im Schnitt sind es ungefähr 20 Trades pro Saison. Geht ihr bitte an geeigneter Stelle darauf ein, wenn man kein Hebelprodukt verwenden möchte, was man da machen kann? Norbert, vielleicht die Frage an dich. Was ist, wenn jemand gar keinen Hebel handeln möchte?
Kann ich verstehen. Und nehmen wir mal an, derjenige hat eine GmbH, vermögensverwaltende GmbH. Dann könnte er sich zum Beispiel auch überlegen, das war mal im Seminar, Falk, da haben wir im letzten Mal schon was drüber gesprochen, da werden wir beim nächsten nochmal vielleicht ein bisschen intensiver drauf eingehen. Der kann natürlich die Aktie handeln mit Margin. Aber bitte nicht überhebeln, also auch dort den Hebel beachten, dort das Margin beachten, ist überhaupt kein Problem, das mit Aktien, auch wegen mir Hebel 1 einfach nur zu handeln. Wenn man es mal einfach machen würde, dann sollte oder könnte immer noch eine Rendite in einem Vierteljahr von, ich sage jetzt mal, 5 bis 10% entstehen. Und wenn ich das mal hochmultipliziere, einfach mit 4. Ich glaube, da braucht man sich auch nicht zu verstecken, wenn man dann die anderen Pakete mit dazu nimmt. Also es ist null Problem, das Ding einfach nur mit Aktien zu handeln und mit ETFs zu handeln. Bei ETFs gibt es auch für den einen oder anderen Index im Long- und im Short-Bereich, also für den DAX, für den S&P, Eurostoxx, gibt es dann auch einen ETF gehebelt 2. Da kann man sich bei den ETF-Seiten, kann man sich da umschauen, das ist auch kein Problem. Also es muss kein K.O.-Schein sein. Die Und es nächste muss kein Frage Hebel sein. bezieht sich auf die Filter und die will ich noch mal klarstellen. Ist der Aktienklimaindex oder die Aktienklimawende als Filter notwendig, wie im Herbstpaket? Das ist ziemlich unglücklich gewählt, weil es macht es für Kunden, die nicht Vollmitglied bei uns sind, unattraktiv, jedenfalls manche Strategien. Wir haben den Aktienklimaindex gerade bei den Aktientrades und auch bei den ein oder anderen Short Trades wieder mit drin. Also, wir haben versucht, alle Strategien so zu gestalten, dass du von uns und dem TB Service unabhängig bist. Das gilt aber nicht für alle Strategien in diesem Paket, weil unsere Crash-Indikatoren einfach die besten Filter für diese Strategien darstellen. Wir kennen nichts Besseres. Und wir haben eines versprochen. Wir kommunizieren nach draußen, was wir wirklich tun. Und wenn wir dann den Aktienklimaindex einfach weglassen, ja, dann bist du beim Seasonex, dann kannst du diese Trades immer noch handeln, aber deine Effizienz wird geringer. Und das tun wir nicht. Deswegen sagen wir, es macht natürlich Sinn, wenn du bei uns im TB Service bist, dann kriegst du auch einen Rabatt auf dieses Paket. Aber für diejenigen, die aus welchen Gründen auch immer mit unserem TB-Service nichts zu tun haben wollen, sondern nur die Strategien an sich haben wollen, haben wir Strategien reingepackt, die einen Gewinnvorteil haben, aber mit Aktienklimaindex eben einen besseren. Du kannst das weglassen. Wir würden in dem Fall aber dann den Hebel und die Positionsgröße reduzieren und das erkläre ich auch im passenden Video. Gut. Jo, dann, was Einsatz betrifft, der maximale Drawdown sollte als Schmerzgrenze gesehen werden und danach sollte man das investierte Kapital einsetzen. Ne, Norbert, die Frage vielleicht an dich. Wir haben hier einen sehr geringen Drawdown und Ja. sollte man an dem Drawdown seine maximal eingesetztes Kapital ausrichten? Also ich würde hier wirklich aus, ich bin ja ein optimistischer, sicherheitsdenkender Mensch. Deswegen würde ich hier sagen, ey, mach mal einen Faktor 2 drauf. Also nicht minus 9% Drawdown außerdem, sondern geh mal von 20% aus. Das sollte man mal wirklich machen, weil wir sehen, dass auch hier, es gibt einfach mal Zeiten, da passt es einfach nicht und das muss man einfach mitmachen. Es hat mich absolut erstaunt, dass hier dieser Rückgang so gut ist. Der ist auch im Herbstpaket so gut und es hat sich auch bewahrheitet, den Rückgang, also den eigentlichen Drawdown so zu sehen. Aber seid vorsichtig, also nicht, dass da einer auf die Idee kommt, meint, okay, maximaler Rückgang sind 10%, dann mache ich mal eh alles mit dem doppelten Hebel. 20 halte ich auch noch aus. Ach, ich mache es mit dem dreifachen oder vierfachen Hebel. Also davor, glaube ich, können wir nur warnen. Jo, also Ja, ich habe die das kann Erfahrung gemacht. funktionieren. Das kann funktionieren, dann bist du morgen Millionär und das nächste Jahr hast du gar nichts mehr.
Richtig. Also ich habe schon mehrfach die Erfahrung auch bei anderen gemacht, die das machen. Die haben dann das Risiko an sowas ausgerichtet. Und das klappt auch mal ein, zwei, drei Jahre. Aber in dem Jahr, wo es nicht klappt, fliegst du richtig an die Wand und dann ist auch Feierabend. Dann hast du einen psychischen Knacks und dann ist auch finanziell ein Schaden entstanden. Davor wollen wir warnen. Das soll nicht passieren. Überhebel dich nicht und rechne damit, dass das erste Jahr nicht so gut läuft und dann darf eben kein Schaden entstanden sein. Wenn du dich mit den passenden Strategien vertraut gemacht hast, dann ist es eine individuelle Gestaltung, sich das Risiko selbstständig anzupassen. Das kann man machen, das ist überhaupt gar kein Problem. Aber bitte erst dann, wenn du dich mit den Strategien vertraut gemacht hast. Gut, dann hier, Norbert, bekommen wir für die Einstiege WKNs per E-Mail und Info, wann wir Take Profits und so weiter haben. Also wird das Ganze bei uns ein Signaldienst? Klares Nein. Der Aufwand wäre deutlich höher, könnten wir machen, aber dann sage ich, dann müsste hinter dem tollen Preis vom Arne, von seinem Weihnachtsgeschenk, mindestens eine Null dahinter stehen. Und das wollen wir niemand zumuten. Wir bieten ja hier die Möglichkeit, ey Leute, ihr könnt es ja. Es wird immer der Ruf, es wird immer gerufen, ey, ich will das selbstständig machen, ich kann das und so weiter. Also für den ist das Will gemacht. selbst Einer, der lernen. überhaupt nicht zu Rande damit kommt, der keine WKN suchen kann, der nicht mal die Aktie raussuchen kann, da wird es dann auch schwierig. Ne? Er muss ja nicht gehebelt das machen. Ihr habt es ja gerade erklärt, er könnte es ja auch mit der Aktie machen. Also wer die dann nicht findet, möchte ich jetzt nicht weiterreden. Jo, Aber also ich würde. ansonsten alles okay, alles im grünen Bereich. Vielleicht gibt es mal so etwas, aber Leute, das ist ein riesen Aufwand, der dahinter steht. Ja, was viele halt unterschätzen ist, wenn wir eine WKN raussuchen, ja, die könnten wir dir per SMS zuschicken. Ja, alles klar. Aber wehe, da ist ein Zahlendreher drin und wir sind auch Vertrauenspersonen. Die meisten, die hier zuschauen, wissen mit gesundem Menschenverstand mit solchen Positionen umzugehen. Wir haben aber auch Leute, die wirklich uns so stark vertrauen und dann all in gehen. Da musst du wirklich die Basis auch rechtlich vorher so weit absichern und auch Kontrollinstanzen ein. Und die Derivate müssen entsprechend dann in dem Moment auch verfügbar sein. Wenn wir ein Signal rausgeben, dann ist es ja nicht so, wie wenn du dir ein Signal da, ein Derivat raussuchst. Wenn wir ein Signal rausgeben, gehen Hunderte gleichzeitig in den Markt. Das ist ein Unterschied, wie wenn sich das auf verschiedene Derivate verteilt. Wir müssen das also dann ganz anders angehen. Und wie der Norbert schon sagt, das machen wir auch gerne, aber dann steigt der Preis. Ja, da müssen wir uns um andere Dinge kümmern. Da müssen wir Und mit das sind den die meisten dann. Emittenten reden. Pass auf, da kommen Aufträge. Nicht, dass da das rote Lämpel angeht und plötzlich kann niemand mehr handeln. Denkt mal an die Corona-Zeit und dann plötzlich geht man long und short genau in diesen extremen, hochvolatilen Tagen. Ist Wahnsinn, ist ein absoluter Wahnsinn. Und wenn da ein Fehler von uns passiert, das kann für jeden sehr teuer werden. Deswegen muss jeder oder sollte jeder Ja. das selbst in die Hand nehmen. Also wir gehen da sehr gewissenhaft dran und wir wissen, dass auch andere an diesem Kleinigkeit gescheitert sind. Und das Ja. darf und wird uns nicht passieren. Ja, da mal schnell mal eine SMS mit dem passenden WKN raushauen und dann, naja, dann gehen halt drei, vier Pleite, die damit nicht zurande Oh. kommen. Das ist nicht unser Weg. Ja, wir wollen, dass ihr das lernt, dass ihr das anwenden könnt, dass ihr das umsetzen könnt, dass ihr das versteht. Und wer sagt, das ist mir zu viel, für den ist das jetzt aktuell nichts. Und ob wir daraus später mal ein Handelssystem machen, steht in den Sternen. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass das mal der Fall sein wird. Aber versprechen können wir da noch nichts. Wir richten uns jetzt aktuell an diejenigen, die sowas geil finden und da mit uns mitmachen wollen. So ist es. Gut. So ist es. Dann habt ihr hier nochmal die Trade, also die Monatsperformance. Hier will ich nochmal ein paar Worte zu sagen. Vorne seht ihr das Paket an sich, Januar, Februar, März und übergreifend seht ihr April, Mai, Juni. Das ist der sogenannte Seasonal Index Effekt. Also das ist die Strategie, die mit einer Position häufiger mal ein bisschen weiterläuft. Ja, da seht ihr auch, welchen Auswirkungen das macht. Es ist natürlich nur ein einzelner Trade. Ja.
der ist dann genau, das nennen wir das Frühlingspaket. Das wird hier kommen und Norbert, da basteln wir gerade noch dran, gell? Da müssen wir wieder gucken in die Schublade oder eigentlich haben wir ja schon auch hier wieder sehr viele da, aber ich bin auch hier heißt es dann zu schauen, ja, welche Aktien nimmt man wirklich, passt es zusammen und so weiter und so fort. Schmeißt man den einen oder anderen raus, neuen rein, ja, wie jetzt mit dem Euro-US-Dollar oder Euro-Bund-Future. Ja, also die Grundstrategien haben wir alle, die kennen wir schon. Aber das Feintuning, das machen wir dann in der Regel hier so in dieser Phase. Und deswegen kommt ja das Paket dann auch rechtzeitig. Und apropos rechtzeitig, ihr wird gerade gefragt, bis wann muss ich gebucht haben? Das liegt natürlich an dir. Du kannst das natürlich jetzt buchen, aber der erste Trade startet wahrscheinlich am 15. Dezember. Wenn nichts dazwischen kommt und ein Filter sagt, hier stopp, es ist doch erst 2 Tage später, aber rein in der Theorie beginnt der erste Trade am 15. Und wenn ich es richtig im Kopf habe, ist es auch sehr wahrscheinlich, dass der Trade ins Rennen geht. Ja, sehr wahrscheinlich. Gut, hier habt ihr nochmal den Investitionsgrad. Da wollte ich zum Abschluss auch nochmal ein paar Worte sagen. Das hier unten ist übrigens der Seasonal Index Effekt. Eine Position, die ist dann mit den 5% hier abgedeckt. Und wir sind eigentlich nie voll investiert, außer mal ganz kurz in manchen Jahren, aber dann auch nur einen ganz kurzen Zeitraum. Die meiste Zeit ist man nicht voll investiert. Ja, also an diejenigen, die sagen, du, ich muss eigentlich mein investiertes Trading-Kapital immer voll im Markt haben, dem muss man direkt sagen, nee, so arbeiten wir nicht. Du kannst natürlich jetzt angehen für die Fortgeschrittenen und das ausreizen, aber dann wird die Schwankung und die Intensität und der Stress steigen, logisch. Ja. Aber was man machen kann, es werden ja alle Ein- und Ausstiegsdaten werden ja angegeben. Das heißt, ich weiß genau, wann ich Kapital brauche und wann ich wieder Kapital bekomme. Dieses Kapital in den letzten Jahren war das unerheblich. Man hat ja keine Zinsen bekommen. Wenn ich bei IB bin und handle das zum Beispiel mit Aktien, da kann ich nicht die K.O.-Scheine handeln, kann ich hier auch schon sagen. Also IB, K.O.-Scheine auf amerikanische Aktien funktioniert leider nicht. Braucht ihr gar keine Fragen zu stellen, das können wir auch nicht ändern, das können die Emittenten nicht ändern, das ist amerikanische Steuergesetzgebung, da haben wir leider noch keinen Einfluss drauf. So. Ja. Das heißt aber, wenn ich jetzt das woanders da handeln, wegen wir bei Flatex, dann kann ich mir auch überlegen, ob ich in der Zwischenzeit mein Kapital als Geldmarktfonds oder als Anleihe, kurz- mittelfristige Anleihe, halt deutsche Anleihe halte oder sonst was mitmachen. Also es gibt jetzt die Möglichkeit, zwischenzeitlich mein Geld zu parken und ein paar Prozent Zinsen zu bekommen. Wir haben das nicht im Captimizer berücksichtigt. Ja. Das haben wir ganz bewusst draußen gelassen, weil das wäre uns zu theoretisch. Ich weiß, dass es einige mit dem Captimizer machen, weil das eine Voreinstellung des Captimizer ist. Also dort automatisch mit 1% rechnet. Lange Rede, kurzer Sinn, wir machen das nicht. Aber ihr könnt es natürlich euer Kapital dann in der Zwischenzeit andere Trades machen oder entsprechend anders da parken. Ja, ich denke, diejenigen, die uns kennen, wissen, dass wir mit wenigen Klicks solche Statistiken optimieren können und schöner darstellen könnten, wenn wir das wollten. Aber das liegt nicht in unserem Interesse. Wir wollen ein möglichst realistisches Bild zeichnen. Und das, was wir hier zeigen, ist schon ziemlich freakig. Das ist schon High-End, ja. Und da wollen wir die Erwartungshaltung ein bisschen zurücknehmen. Wir wollen gute Ergebnisse erzielen. Und weil du gerade die K.O.-Zertifikate erwähnt hattest, Norbert, hier sind die passenden Derivate mal mit dem Kurs. Ne, wer also Probleme hat, kann sich hier die Links runterladen. So ist es, ja. Gut, dann zum Abschluss vielleicht noch mal ein paar Worte hier zu den jährlichen Gewinn und Verlusten, Norbert. Ich glaube, jetzt versteht man die besser.
Na, wir beide so. Fangen an zu husten. Es ja, reicht auch. Wir sind Zeit, dass mittlerweile. Feierabend ist. Jetzt fällt ja, mir auch noch das Ding. Voll. So lange haben wir noch nie über ein Handelssystempaket geredet. Es ist aber auch ein großes Paket. Es ist unser größtes Paket bis jetzt. Ja. Hier seht ihr mal die verschiedenen Strategien unterteilt, wie die sich sozusagen aufgliedern. Das Gesamtpaket ist aufeinander abgestimmt. Wo wir das anvisieren, haben wir hier. Und meine Frage ist hier gerade mal an Arne. Bist du wieder da? Ja, ich bin auch wieder da. Und ich will gleich noch mal was zu dem Angebot sagen. So, also, habt euch ja nun wirklich überzeugen können, was Falk und Norbert, Dirk, wir alle im Team da ausgearbeitet haben. Und wenn ihr dabei seid, dann bekommt ihr das alles schriftlich erklärt für Augen und für die Ohren. Ja, ihr könnt also unsere Ausarbeitung dann eigenständig handeln. Das ist das Entscheidende dabei. Ihr lernt es in dem Paket, die richtigen Kriterien selbst auch zu ermitteln. Ihr habt dort sofort eine PDF-Datei mit einem Video und dem direkten Download zur Verfügung, wenn ihr euch dafür entscheidet. Und das ausführliche Video, das hat 97 Minuten. Da erklärt der Falk wirklich alles im Detail. Ja, und das Angebot nochmal, das ist hier in Rot eingekreist. Also ihr könnt zu 20% reduziert dabei sein und das ist begrenzt bis zum 17.12. Aber Achtung, der erste Trade, der wird vermutlich schon am 15.12. sein, wenn die Kriterien dann auch passen. Und genau diese Kriterien sind da in dem Paket erklärt. Wartet also da bitte nicht zu lange. Denn mit nur einem Trade ist der Preis auch für dieses Paket oftmals wieder drin. Ich kann da aus Erfahrung berichten vom Herbstpaket. Da sind manche nachgetröpfelt und wollten dem ein oder anderen Trade dann nochmal nachrennen. Ja, das ist natürlich dann außerhalb des Regelwerks. Wenn ihr dabei seid, wird uns das freuen. Der Code heißt hier Winter 2023. Gut, ja, dann, ich wollte gerade schriftlich die Frage beantworten, warum war eben im Winterpaket die Pyramide farblich dargestellt? Wartet mal, ich hole das gerade mal her. Ich habe hier nur manchmal, da aktiviert er diesen Dings nicht. Warum ist hier die Offensive gelb dargestellt? Das soll halt nicht mehr ganz rot sein. Wir sind aktuell ausgewogen investiert, aber für diejenigen, die sehr spekulativ sind, will ich nicht verbieten, dass man jetzt auch ein bisschen offensiver sein kann. Aber Vorsicht, das heißt nicht nur long oder nur short. Dann sollte man wirklich wissen, was man tut. Habe ich in der Intermarket-Analyse jetzt am Wochenende geklärt, wie ich das sehe. Und wir sind gerade vom Konservativen ins Ausgewogene gewechselt. Ja, deswegen, wenn wir ausgewogen sind und die Rahmenbedingungen passen, werden wir uns der jeweiligen Situation anpassen. Gut, ich habe nicht ganz alle Fragen beantworten können. Deswegen schickt uns gerne die Fragen nochmal zu, für die wir keine Zeit gefunden haben. Aber ich denke, 2 Stunden reichen jetzt aus. Also bei Rückfragen gerne nochmal auf uns zukommen. Ja, und ansonsten hoffe ich, konnten wir euch unser Paket detailliert darstellen. Also mehr geht nicht. Mehr würde bedeuten, wir gehen mit den Regeln wirklich voll auf den Tisch. Ihr kriegt die Katze nicht im Sack. Hier war auch noch mal der ein oder andere Probepaket über Monate. Nee, das geht zu weit. In diesen Dingen steckt sehr viel Arbeit, sehr viel auch finanzielles Ausprobieren. Und ihr könnt euch jetzt überlegen, ob das was für euch ist oder nicht. Und wenn das was für euch ist, seid ihr gerne willkommen mitzumachen. In dem Sinne wünsche ich euch allen ja einen schönen Abend. Und wenn ihr wollt, bis zum nächsten Mal. Ja, dann auch von mir noch einen schönen Abend an alle. Alles Gute. Wenn wir uns nicht mehr sehen, hören sollten, dann wünsche ich heute schon mal ein frohes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch und bleibt gesund im neuen Jahr. Und alle, die das Herbstpaket haben, vergesst heute Abend nicht, eure Gewinne mitzunehmen in den 2 Trades. Einen haben wir ja heute Mittag schon geschlossen. Alles Gute. Macht's gut. Viel Glück und bis demnächst dann. Tschüss. Gut, danke. Tschüss.